Wer möchte, ich habe dann den Streamplan in die Stream-Ankündigung reinkopiert. So, und damit einen wunderschönen guten Abend, liebe Flugsimulator-Freunde. Herzlich willkommen heute zum klassischen VFA-Sonntag. Ja, ihr seht schon, wir befinden uns hier heute wieder mal unterwegs mit der wunderschönen Comanche. Aber bevor wir das machen, heiße ich erst einmal unseren Gast für heute willkommen. Grüß dich, Mulder. Servus, alle zusammen. Und da, ich hoffe mal, gut zu hören, alles gut soweit. Wir fliegen heute über Franken. Und Oberfranken, so ungefähr sehe ich das richtig. Denke ich mal. Wir fliegen fast über komplett Franken mal drüber, quer rüber. Quer rüber. Ich bin gespannt. Die Route ist im Discord drin, also die Flight Plan Route für alle, die dies wollen. Wir können natürlich auch uns das Ganze hier nochmal, ich muss mal kurz hier nochmal meinen Honeycomb korrekt einstellen. Wir können natürlich uns das Ganze dann nochmal zusammen im Flugplan selber anschauen, welche Punkte das insgesamt sind. Ich tue mal hier ganz schnell nochmal alles zurücksetzen, damit mehr oder weniger mein Flugzeug new, ja, okay, das passt. Ja, 129 Miles per Hour, das brauchen wir nicht, das reicht, ja. Also, dann würde ich sagen, starten wir die schöne Mühle mal hoch. Wir können das Ganze auch mal so ein bisschen rumschieben. Der Feldi hat ja letztens entdeckt, dass man hier das Fliegerchen tatsächlich ein bisschen rumschieben kann. Aber bevor wir das machen, müssen wir natürlich erstmal die ganzen Chocks resetten etc. Ist aber trotzdem eine sehr lustige Idee. Man kann das Flugzeug dann tatsächlich von A nach B schieben. Ja, grüß dich Xbox. Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Wen haben wir denn dabei überhaupt? Also, es geht los mit dem Raffi. Grüß dich. Wunderschönen guten Abend. Michael ebenfalls. Guten Abend. Geht raus. Feldi ebenfalls. Einen wunderschönen guten Abend. Chris ist dabei. Wunderschönen guten Abend. Der andere Chris ist dabei. Ebenfalls wunderschönen guten Abend. Stream schon da stand morgen um 17 Uhr. Oh, ich hoffe nicht. Nee, es sollte eigentlich heute gestanden sein. Sonst habe ich mich tatsächlich verklickt. Airborne, wunderschönen guten Abend. Und natürlich, wie gesagt, Mr. Xbox Aviation darf natürlich auch nicht fehlen. Der will sich doch hier auch angucken, wie es von A nach B geht. Ja, also wer mitfliegen will, ist es alles offen. Wie gesagt, einfach nur dazustoßen. Im kleinen, Aschaffenburger Flughafen sind wir. Jetzt weiß ich nicht, ob ich jetzt da... Wenn nicht die falschen Dinger. Welchen Server fliegt ihr? Alles Europa Westen, wie immer. Der bleibt mehr oder weniger gleich. Ich mach mal jetzt hier ganz schnell kurz den Außencheck, damit wir das einmal den Walkthrough gemacht haben. Wir gehen hier einmal durch, checken hier mal das Ganze ab. Das klappt alles wunderbar. Dann hier mal kurz der Vergleich. Lampen sind da. Das Wort habe ich gesucht. Die Chocks können wir noch nicht wegmachen. Das brauchen wir jetzt auch nicht zu kontrollieren. Das machen wir weg. Testen müssen wir jetzt auch nicht. Das ist schon okay. Hier vorne sieht auch alles gut aus. Wie sieht es hier aus? Die Ölcheck können wir mal kurz machen. Müsste aber soweit hoffentlich auch alles passen. Ich habe schon gesehen, es gibt einige unter euch, die sind die Comanche geflogen und haben dann tatsächlich das Ding runtergepfeffert. Also man kann anscheinend dieses Baby ganz schön demolieren. Beziehungsweise
kann einiges falsch laufen. Also da bin ich tatsächlich froh, dass es beim letzten Stream nicht ganz so schlimm war. Ich bin über die Landebahn gedriftet. Du bist über die Landebahn gedriftet? Ja, komplett. Wie ist das denn passiert, sag mal? Ich nehme an, ich war zu schnell, obwohl ich nur 80 drauf hatte. Okay, ja gut, vielleicht auch zu leicht in dem Fall. Das ist ja immer manchmal so eine Sache, da denkt man nicht ganz mit. Wie viel machen wir denn rein heute? Was nehmen wir denn alles mit? Ich denke mal, wir machen ein Köfferchen rein und vielleicht noch so ein bisschen den Ersatzkoffer, der Rest bleibt, so wie es ist. Okidoki. Ja, wer fliegt denn heute alles mit? Also nicht nur ich, es fliegt noch einer mit. Rechts neben mir sitzt der Mulder. Der tut uns halt ein bisschen instruieren. Das passt. Fuel, würde ich sagen, lassen wir auch soweit. Was haben wir denn? 110 Liter drin. Ja, machen wir mal so. Machen wir mal so 90 Liter rein pro Seite. Muss ja nicht ganz so voll sein. Jetzt sind wir bei 85 Auslastung. Ja, komm. Gehen wir hier noch ein bisschen tiefer. Machen wir mal 80. Nein, das passt schon. Ihr hört schon vielleicht ein bisschen, es ist ganz schön windig. Ich mache auch mal das Fenster auf. Controls bleibt soweit in Ordnung. Parking Brake ist klar. Cabin Door ist closed. Offen so rum. Also Wind, Knoten 11, 12. Also man sieht schon, da wird es ein bisschen rot angezeigt. Das heißt, es wird heute vielleicht etwas windig oben. Wenn es zu windig wird, ihr wisst, dann schalte ich um und mache das Wetter einfach auf normal und sonnig und schön. Dann sehen wir nämlich auch alles. So. Ja, was haben wir hier? Fuel Auxiliary. Machen wir erstmal an. Die sind auf off natürlich, weil wir jetzt unsere Außentanks nicht haben. Dann würde ich sagen, schmeißen wir mal die Mühle an. Master Switch on. Fuel Pumps. Dann wird hier etwas gepumpelt. In der Regel dreimal oder viermal. Machen wir mal viermal draus. Fuel natürlich komplett rein. Propeller komplett rein. Den geben wir ein bisschen auch Gas rein. Wir nehmen den Pümpel immer ganz schnell raus. Auch mal raus. Damit wir ein bisschen sicher sein können. Und dann drehen wir den auf Bytes. Auf Both. Und 3, 2, 1. Hoffen wir, dass die Mühle anspringt. Komm. Na, nochmal. There you go. Geht doch. Und dann schmeißen wir unsere Avionik an. Die ist hier. Eine Xbox, ich komme aus Franken. Seit 20 Jahren wohne ich aber im Taunus. Wegen Beruf und Liebe. Außerdem wohne ich nicht in Bayern, sondern Franken, so ganz nebenbei. stimmt dann. Ja, tatsächlich. Geplant für jetzt, wieso um? Ich tue das mal schnell richtig. Achso, kann ich das jetzt überhaupt noch anpassen? Nee, scheiße. Ja, Freunde, ja, das war natürlich völlig verkackt. Ja. War tatsächlich geplant für morgen, ich sehe es. Ach, herrje. Aber gut, zumindest im Discord stand es auf die richtige Zeit. Das ist manchmal ein bisschen, ja, habe ich mich verlesen. Genau, also Öl mault der hier rum. Ich verstehe gar nicht, wieso. Achso, der Öl muss erstmal warm werden. Lassen wir den erstmal ein bisschen warm werden. Dann schauen wir auf unsere Map. Da steht auch alles drin. Also wir gehen mal kurz auf unseren Flugplan für alle, die heute mitfliegen möchten. Und zwar, wie gesagt, wir starten in EDFC, also in... Ja, wie heißt der offiziell, Mulder? Aschaffenburg-Schillingstadt. Aschaffenburg-Schillingstadt. Aber auch ganz offiziell Babenhausen. Oh, okay. Und von dort aus geht es dann... Wir checken das mal kurz ab. Menü, Back, nö, auch nicht... Weg. Wir gehen nochmal auf unseren Flightplan. So, jetzt sehen wir es. Oh, verdammt. Hast du die selber eingegeben? Ja. Ah, okay, weil da steht Benutzer, 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 Benutzer. Okay, ja gut, okay, dann machen wir es so. Dann kann ich euch nur empfehlen, den runterzuladen. Und dann, ach so, stimmt, für die Xbox ist das jetzt natürlich doof. Ja, ansonsten fliegt ihr mir am besten einfach hinterher. Das heißt natürlich. Ja, so weit habe ich jetzt nicht gedacht. Also da Flughäfen oder irgendwas. Aber da gibt es einzelne Flughäfen, da wäre man nicht so geflogen, wie ich über die Städte fliegen wollte. Ja, ja. Ja, es ist halt sehr benutzerdefiniert. Aber ja, am besten würde ich euch empfehlen, fliegt einfach in aller Genüsslichkeit hinter mir her. Wir fliegen so ungefähr 120 Knoten, würde ich sagen. Die halten wir mal 100 bis 120 Knoten Maximum. Also sollte eigentlich machbar sein. Wo ist der Unterschied zwischen Franken und Nordbayern? Ja, das eine ist Franken und das andere ist Nordbayern. Das ist schon mal eine gute Antwort. Ich tue einmal ganz kurz noch mal den Loljawohl. Grüß dich, wunderschönen guten Abend.
Wen haben wir noch? Den Mike. Grüß dich, wunderschönen guten Abend. Captain Comanche. Ja, guten Tag ebenfalls. Ja, Captain Comanche. Ja, ja, ist auch nicht schlecht. Ja, wir fliegen heute, wie gesagt, mit der schönen Comanche. Ja, muss man ja schon fast nehmen. Das ist ein Bilderbuchding. Absoluter Wahnsinn. Aber gut, ich will jetzt gar nicht auf die Comanche eingehen. Wir gehen jetzt, wie gesagt, auf unseren Flug von heute ein. Fuel Pumps können wir ausmachen, brauchen wir jetzt nicht mehr. Beacon Lights können wir anmachen und dann läuft die erstmal ein bisschen vor sich hin. Ja, also, dann machen wir hier mal die Bude zu, lassen den erstmal ein bisschen warm laufen. Genau. Ja, also kannst gerne erklären, Mulder, einfach zwischen rein quatschen. Ich muss, wie gesagt, jetzt erstmal die Kiste ein bisschen warm laufen lassen. Dauert ein paar Minütchen. Ja, ich erkläre mal kurz den Flugplan. Wir fliegen über Aschaffenburg, danach geht es weiter nach Mespelbrunn. Von da aus geht es über Dambach, über meinen Heimatwohnort, wo ich ursprünglich herkomme. Dann geht es nach Wertheim, am Main ein bisschen entlang, rüber nach Marktheidenfeld, dann nach Würzburg. Würzburg sagt bestimmt vielen was. Von Würzburg geht es nach Rodenburg ob der Tauber und von Rodenburg ob der Tauber zum Ochsenkopf und dann von da aus zum Flughafen Nürnberg. Sehr schön, sehr schön. Also ich bin mal gespannt. Wir können mal einmal kurz die Route so oder so zeigen. Ich zoome mal hier ein bisschen raus, damit man so ungefähr sehen kann, wohin das Ganze führt. Also ihr seht schon, alles sehr, sehr benutzerdefiniert, aber das spielt ja keine Rolle. Also wir fliegen hier auf der oberen Seite entlang und dann geht es eben hier nochmal zum Süden, also richtig zickzack und mehr nach Osten, sage ich jetzt mal. Ui, was ist denn jetzt los? Das wollte ich gar nicht. Genau. Und dann am Schluss landen wir dann in Nürnberg. Machen wir so eine kleine Extra-Kurve. Ja, wird auf jeden Fall lustig. Ich freue mich drauf. Mensch, warum habe ich denn für morgen? Ihr wisst doch alle, dass ich morgen gar nicht da bin. Mensch, Herrgott nochmal. Habe ich wieder mal Käse gemacht. Moin die Herren, Mulder und Xbox. Jawohl, Ochsenkopf ist der Berg im Fichtelgebirge, fragt gerade da. Richtig, Xbox, jawohl. Da kennt sich schon aus, der gute Kerl, ne? Da muss ich gestehen. Also, ich sag mal, alles, was so Oberfranken ist und allgemein so die Ecke, das ist für mich komplettes Neuland. Da habe ich wirklich so gut wie. Da fahre ich höchstens dran vorbei. Also, gerade so Bayreuth und so weiter, wenn ich zu meinen Großeltern fahre, da fahre ich dann nur dort vorbei. Und das war es dann auch schon, ne? Ich ja, finde zu ein paar Orten werde ich ja noch was erzählen. Ja, gerne. Ist natürlich aus Wikipedia, weil so ganz so östlich bin ich dann doch nicht her. Da habe ich mir ein bisschen was rausgesucht. Ja, na klar, natürlich. Dafür ist ja. Die schönen Sachen. Ja, richtig. Wir haben hier, ihr seht schon, draußen sind es momentan über 25 Grad, 26, 7 und ich glaube 26 Grad, was wird es gerade sein. Genau. Wer hat den Flug geplant? Ja, das war der Holder. Ich, Mike. So, wir schließen ja mal das Türchen. Zack. Und dann kann es auch gleich losgehen. Ich weiß gar nicht, hier ein bisschen Luft reinlassen. Ventilatoren sind ja hier, ne? Full Cabin Heat brauchen wir keine. Autopilot, das ist klar. Auxiliary und so weiter brauchen wir auch nicht. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal auf unsere Höhe. Wie hoch wollen wir denn heute fliegen? Ich denke mal so um die 3000 Fuß. Wir haben ja schon ein bisschen Gebirge mit dabei, ne? Ja. Der höchste ist allerdings nur 1000 irgendwas. Ah, okay, alles klar. Ich kann es ja gleich sagen. Also ich denke mal, wir sind mit... Bei Wüsterberg 1024 Meter. Ja, also ich denke mal, wir sind mit 15.000, genau. Mit 3000 Fuß werden wir, denke ich, relativ gut dabei sein. Ja. Sehr schön. Und ich hoffe, ihr gewinnt aber alles von oben. Ja. Weil um die Route bin ich vorher abgeflogen. Ah, okay, alles klar. Ja, wie gesagt, du musst dann immer sagen, was nach links ist und was nach rechts und was man da sieht und so. Weil das ist klar, das ist für mich natürlich auch alles Neuland da... Kenne ich mich, wie gesagt, kaum aus. So, die Kiste läuft. Der Motor sieht gut aus. Läuft jetzt auch ziemlich stabil. Wie Power, Thrust etc. Das passt. RPM passt auch. Ich wollte mal kurz die Hitze mir anschauen. Inspect. Ja, das sieht alles gut aus. Beautiful. Und der Alternator lädt. Das passt auch. Wobei, ich frage mich gerade. Müsste doch trotzdem die Batterie, oder weil sie voll ist, lädt er den wahrscheinlich nicht. Ja, okay. Ja, alles gut. Also wir sind auf jeden Fall ausgestattet. Ja, wie sieht's aus, Freunde? Sollen wir loslegen? Seid ihr alles bereit? Soweit? Ah, ich sehe schon, der erste rollt los. Wer ist denn das da hinten? Ist das unser Xbox-Meister? Ich weiß gar nicht. Irgendjemand rollt da auf jeden Fall schon mal auf die Bahn. Wir starten... Ja, Richtung... Was ist denn das hier? Richtung Osten. MyFly, grüß dich! Wunderschönen guten Abend. Hast du meine Nachricht bekommen, mein Verehrtester? Ich hoffe ja. Perfekt. Bin ich mal gespannt, was es Schönes zu sehen gibt. Auf Federtour. Bei mir hat man den Öllappen im Propeller vergessen. Wisst ich, was? Bild ist im Discord. Okay. Bin ich mal gespannt. Mein Gott, ist das ein krasses Fliegerchen. Okay, auf geht's.
Wo haben wir denn jetzt eigentlich die Park and Break? Da ist sie. Wollte ich nämlich noch suchen vorhin, habe sie nicht gefunden. Ich muss mal ganz schnell hier nochmal kurz meine Pedals angleichen. Kurz check, links, rechts, das sieht gut aus. Dann machen wir jetzt hier den wieder ein, voll links, jawohl. Okay, und Park and Break ist released. Dann würde ich sagen, rollen wir mal ein bisschen los. Man muss mit der wirklich vorsichtig sein, die rollt auf einmal los, die Nudel. Also von den Bremsen finde ich, ist sie noch nicht so ganz verständlich, aber ich krieg's hin. Drehen schon etwas ein. Stall Warning. Bringt mir jetzt ein Stall Warning. Habe ich irgendwas vergessen anzuschalten? Moment, ich muss nur mal schnell gucken. Was ist hier komisch? Einmal ganz kurz checken. Hat der iFly Mist gemacht? Aber letzten Endes ist doch alles an. Ölpumps müssen davon nicht an sein. Ah, die Systeme könnte ich vielleicht mal kurz schnell anschmeißen. Damit die hier laufen. Aber mich wundert das jetzt gerade, wieso? Die Autopilot ist ja... Auxiliary, die brauchen wir nicht. Stall Warning, wieso bringt er mir denn das? Ist doch Quatsch. Ist irgendwas in der Trimmung verändert? Jetzt auch keinen Fehler. Bin auch nicht als Profi bei der Maschine. Ja, vielleicht habe ich irgendwas vergessen einzustellen. Ich gehe mal schnell auf die Controls. Pito Heat brauchen wir noch nicht. Strobe Lights auch noch nicht. Die machen wir gleich an. Vielleicht ist es auch einfach noch zu kalt. Engine Heater. Aber das kann ja nicht sein. Es ist eigentlich warm genug. Park and Break ist an. Nö, ich habe eigentlich nichts vergessen. Was haben wir hier unten? Gyro Drift. Das ist klar. Cockpit Persistent Visible Passengers. Nein. Delivery ist klar. Realistic Parking Brake. Target Volume. Flat Screen. Failure Rate off, das ist gut. Norm bleibt auch klar. Turbulence is strange. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Lenkt aber auch irgendwie seltsam. Naja, gut. Egal. Wird schon gut gehen. Ich frag mich nur gerade, hat der. Du musst doch da nicht nur mit der Bremse drehen, oder? Normalerweise müsste der doch mit eindrehen. Ah. Hast du was? Wo haben wir es denn? Lights, Misks, Tie-Downs, Cabin Door, Headphones. Ah, okay. Machen wir die Headphones auf, das ist allgemein nicht schlecht. Die Froster etc. packen wir. Ich weiß nicht, was ich hier vergesse. Maintenance, Engines, Propeller, bla bla bla. Engine ist passt, das passt, das passt, das passt. Brakes, LG-Motor, das passt alles. Ich finde den Fehler nicht, Freunde. Vielleicht findet ihr ihn. Falls ja, könnt ihr mir gerne Bescheid sagen. Ansonsten machen wir uns jetzt auf. Was soll der Quatsch? Ja, wir wollen ja hier schließlich losfliegen. Wir sind ja nicht deswegen da. Jetzt gucken wir. Ah, Moment. Der hintere. Ist da irgendein Riegel drin? Okay, Moment. Ein, was muss ich jetzt doch nochmal checken? Ist irgendwie seltsam. Irgendwas kann hier gerade nicht sein, weil. Das sieht nicht so aus, als würde der sich bewegen. Kurzer Check. Geh nochmal kurz nach hinten. Doch. Wenn ich die bewege von den Dingen von uns, verstehe ich nicht. Egal. Wurscht, wurscht, wurscht. Wir gehen wieder rein. Ist wie es ist jetzt. Ist zwar seltsam, ich dachte, das hatte ich das letzte Mal nicht, aber wir werden sehen. Okay, also. Let's go. Parking Brakes released. Alles andere ist ja grün. Grün, grün, grün. Fuel ist grün. Nö. Naja, wir werden sehen. Es ist nur komisch, dass ich die Bremse benutzen muss, aber na gut.
Bin heute mal wieder im Euro Truck Simulator unterwegs. Auch sehr cool. Ja, das muss man auch mal wieder. Gell, wird auch mal wieder Zeit. Was ist denn. Das ist doch komisch mit den Bremsen hier, dass die sich nicht steuern lassen. Habe ich irgendwas vergessen? Mach mal die Pitot Heat an. Ich schnall's nicht. Ja, ist es ja auch nicht. Ich verstehe es nicht. Na gut. Sei es drum, vielleicht liegt es am Modell. Okay, wurscht, wir gehen in die Luft. Auf geht's, Freunde. Derzeit ausstarten wir schon direkt nach Aschaffenburg. Ein kleiner Fun-Fact: Aschaffenburg ist ja kurz vor Hessen. Und da hat selbst die Vorwahl vom Aschaffenburger Landkreis die hessische Vorwahl, die 06. Bei den Telefonanschlüssen. Selbst die Postleitzahlen sind eher an Hessen orientiert mit 6 vorne dran. Okay. Also mit 8 an Bayern angeschlossen. Warum das so ist, kann ich allerdings nicht beantworten. Ich weiß echt nicht, was die hat. Keine Ahnung. Ich krieg sie nicht gedreht. Na gut. Sei es drum. Gier. Rein und wir starten, Freunde. So, und jetzt geht's nach links. Genau. Mein benutzerdefinierter Punkt führt eigentlich genau übers Schloss. Okay. Das ist das Schloss Johannisburg. Und das sehen wir jetzt, der nächste Punkt dann praktisch. Der nächste Punkt, ja. Okidoki. Also, jetzt erreichen wir mal gleich unsere 3000 Fuß. Ich gehe etwas runter mit unserer Power. Was das Set 2400 100 Knoten, das passt momentan. So, unser Ding ist ready. Also das, was wir jetzt hier gerade unten uns sehen, ist Aschaffenburg. Genau. Und das Schloss Johannisburg wurde bis 1803, war es der zweite Residenz der Mainzer Erzbischof. Das ist Aschaffenburg, der Hauptbahnhof von Aschaffenburg. Und genau unter dir müsste das Schloss sein. Wenn ich es von oben richtig, genau da links unten in der Ecke war es gerade. Da. Ja. Ah ja, okay, ja, ich sehe es. Ja. Genau das. Okay. Legen wir gleich laut meinem benutzerdefinierten Wegpunkt eine Rechtskurve. Ja, geht jetzt auch gerade. Jetzt geht es weiter nach Mespelbrunn. Mespelbrunn sagt vielen etwas, da steht das berühmte Wasserschloss. Ah. Da wurde nämlich auch 1957 das Wirtshaus im Spessart gedreht mit Liselotte Pulver. Kennst du den Film? Ja, das habe ich sogar ohne Wikipedia noch. Ah, guck an. So, ich glieder mich jetzt mal kurz bei 4000 ein, damit er jetzt hier unsere Altitude holden kann. Dann machen wir den Autopiloten auf Heading. Ne, nicht auf Heading, auf... Nein. Auf Kurs. Das müsste das da sein, genau. Und Altitude halten. So, jetzt... Okay, jetzt müsste es hoffentlich funktionieren. Gut, und dann können wir uns gleich konzentrieren auf... Müssen wir noch etwas runter mit der Geschwindigkeit. Das ist jetzt alles der fränkische Spessart. Der nördliche Teil vom Spessart geht sogar noch nach Hessen rein.
wir fliegen jetzt auch übers Main-Viereck, nennt sich das. Und das beginnt wo? Alter. Aschaffenburg. Aschaffenburg bis Würzburg geht das Main-Viereck. Mhm. Okay. Ich muss jetzt nur ganz schnell mal hier die Kontrolle runterregeln, damit ich nicht zu schnell bin. Engines hier, deiner. Oh, dann gehen wir mal hier ordentlich zurück. Ordentlich hier zurück. Und hier nochmal ein bisschen. Ich habe das Tablet auf den Co-Pilotensitz geschoben. Da kann ich sie mal anlassen. Muss ich nicht ausmachen. Auch eine gute Idee. Ohne sichtliches Bild. Hm. Ich merke jetzt nur hier gerade, das wird irgendwie alles falsch angezeigt. Ich weiß gar nicht, ab wann der den Kurs hier übernimmt oder ob der das überhaupt macht. Aber ja, ist jetzt egal, wir machen es so. Ich glaube aufs vorletzte. Auf die vorletzte leuchtet die rote oder auf die letzte. Eins von beiden war es. LO oder der LO hat oder High. Ja, eins von beiden. Das stimmt, da steht Track, ja. Okay, ich probiere es mal. Aber das sieht halt nicht so aus, als würde der irgendeinen davon annehmen. So, und der nächste Wegpunkt ist das Wasserschloss. Nee, Helmut, Aschaffenburg ist Unterfranken. Das stimmt. Ah, es gibt ein Unter- und ein Oberfranken. Und ein Mittelfranken. Und ein Mittelfranken auch noch, okay. Genau. Franken. So, jetzt können wir uns auf jeden Fall darauf konzentrieren, Freunde. Ich denke mal, jetzt hat es der Flieger aufgeschnallt. Ist echt nicht einfach, die Mühle. Also, was sehen wir denn jetzt hier unter uns? Das ist jetzt alles... Das dürfte schon Messelbrunn sein. Messelbrunn, ja. Auch sehr schön hier direkt an den Bergen. Also, das heißt auch sehr viel Wald. Stimmt denn der Wald so ungefähr überein? Oh ja, ist auch so grob, ja. Oder ist da der... Da liegen wir über das Wasserschloss. Siehst du unten das Wasser? Unter dem linken Flügel? Da liegt... Und genau über drüber bis jetzt da, genau. Da ist das Wasserschloss. Ah, okay, weil ich habe Wasser gesucht, deswegen. Ja. Ja, ich sehe es ja so ein bisschen, ja. Man sieht es durch die Bäume durch. Aber das hier ist das Wasserschloss, genau. Okay. Das ist das Wasserschloss, ja. Mhm. Jetzt dürfte man gleich eine leichte Rechtskurve machen. Ja, der. Jawohl. Ich weiß gar nicht, ob er die jetzt hier. Er macht das aber ganz langsam. Kann man das irgendwie härter eindrehen? Dass man irgendwie sagt, er soll die Kurven härter fliegen? Er kommt gar nicht nach, irgendwie gefühlt. Okay, ich merke schon, das wird nichts. Wir machen das anders. Wir gehen auf Heading. Dann kann ich das zumindest besser verfolgen. Wir machen mal so eine Kurve, weil das wird, glaube ich, hier auch schon zu eng. Siehst du hier von den Punkten? Mhm. Jetzt sind wir schon wieder auf 140. Ja, der fliegt geradeaus weiter. Das passt schon. Geradeaus zu dem Wegpunkt, das passt schon. Okay. Weil jetzt fliegen wir gleich über Dambach, mein Heimatort. Ah, okay. Sehr cool. Da bin ich mal gespannt. Also, Edding. Ah, ist nichts Großes, hat nur 2000 Einwohner. Ne, 2200. Okay, das ist ja so ein richtig, fast schon Dörfchen. Das ist ein Dorf, ja. Okay. Also, es müsste das ja theoretisch dann jetzt hier sein, ne? Das ist auch schon. Mhm. Genau, das ist auch schon, ja. Links von dir ist jetzt Grausenbach und rechts davon ist Wintersbach. Mhm. Und Fun Fact, was bei uns im Ort ist, nennt sich Geißhöhe und ist sogar die höchstgelegene Besiedlung im Spessart. Und da gibt es auch ein weltbekanntes Hotel, Waldhotel Heppe. Wenn einer Kuchen will, darf vorbeifahren. Oh. Kommt nichts für die Werbung. Grüß dich, Helmut, by the way. Oskira ist auch dabei. Stefan, ebenfalls wunderschönen guten Abend. Hatte ich hoffentlich schon gesagt. Und Takito ist ebenfalls dabei. Grüßt euch, Freunde. Grüßt euch. Ja, also ich werde mal auf Low stellen, das kann ich mal probieren. Der Tipp hier von Chris, er hat gemeint, ich soll das mal auf Low stellen, dann müsste der theoretisch den nächsten Wegpunkt anfliegen. Mal schauen, ob er das macht. Ich verstehe nur nicht, warum der so langsam dreht. Ansonsten müssten wir mal dem sagen, wahrscheinlich. Aber ich bin mir halt auch nicht sicher, ob er das allgemein schnallt, weil jetzt fliegt er auch schon wieder drüber. Nee, komm. Wir gehen auf Heading, dann gehen wir auf Nummer sicher. So, hoppla. Ja, Helmut, ich bin waschechter Unterfranke. Mittlerweile mit hessischem Dialekt gemischt, seit 20 Jahren in Hessen. Und gefällt dir Hessen so?
Ja, ob ich jetzt im Spessart oder im Taunus, ist alles Wald drumherum, das passt schon. Ja, es ist also überraschend, ne? Es ist von sehr viel Wald hier umgeben. Also das muss ich auch sagen. Das hätte ich jetzt. So ist mir jetzt irgendwie auch neu gewesen, dass gerade jetzt hier von so viel Wald umringt ist, muss man schon sagen. Wir haben bei uns viel Wald. Wir machen ja auch jedes Jahr Holz im Wald für den Kaminofen im Winter. Das machen wir immer selbst in unserem Wald. Ja, Wir haben cool. fest gesagt, was wir abholzen können, und dann wird da im April immer Holz geschnitten für den Winter. So, jetzt fliegen wir so langsam auf Wertheim zu. Das ist direkt vor uns. Noch ein Stückchen, ja, und direkt am Main dann. Okay. Da vorne kommt der Main, dann biegen wir links ab und dann ist Wertheim. Guck jetzt hier gerade noch, wer mit uns mitfliegt, weil vorhin hatten wir noch einen. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, wer hier gerade noch am Mitfliegen ist. Südhessischen Dialekt meint der Xbox, bitte. Naja, Nordhessen bestimmt nicht, gell? Xbox. Und Wertheim hat auch, ist die größte Steinburgruine Süddeutschlands. Weiß ich aber auch nur dank Wikipedia, weil ich vorhin mal nachgeguckt habe. Weil wer in Outlet Stores mag, es gibt auch ein Wertheim Village. An der Wertheim Autobahn, Village. genau, an der A3. Der ist ganz bekannt. Und ist der relativ groß? Der ist groß, ja. Da kannst du dich zu Tode shoppen. Okay. Das unter uns müsste jetzt. Moment. Also, was ist denn das überhaupt hier für ein Flüsschen, wo wir gerade entlang? Der Main. Das ist die Das Main, ist der ne? Main. Das ist der Main, genau. So, das müsste Faulbach und Hasloch sein im Wertheim. Faulbach. Ja, genau, Faulbach, ja. Sehr gut. Das hören wir immer im Radio, meint gerade der Xbox. Ja. Stadt Protzelten. Stadtbruchfelde, genau, das ist auch in der Ecke, richtig. Tito winkt. Alles so schöne Orte und die oberen machen alles kaputt. Ja. So, irgendwann biegen wir dann auch wieder nach links ab. Passiert jetzt, ehrlich gesagt. Gleich mal einen links drehen. Dann geht's auf Magdeidenfeld zu. Da fällt mir zu Magdeidenfeld. Gibt's jetzt nichts, wofür es bekannt sein ist, nur dass ich da geboren bin. Okay. Also bist eigentlich hier so deinem Örtchen eigentlich, wie sagt man, treu geblieben. Ja, meine Mutter kommt kurz vor Magdeidenfeld her, mein Vater aus Dambach. Also alle auf einen Fleck. Ja, ist doch schön. Das sieht echt gut aus. Xbox, by the way. Ganz kurz, um mal kurz das Thema für eine Sekunde zu wechseln. Oder beziehungsweise interessiert dich ja sicher auch, Mutter. der Podcast war natürlich komplizierter, als ich gedacht hatte. Ich musste jetzt ganz ganze 19 Gigabyte hochladen. Ich hoffe mal, jetzt ist er wahrscheinlich hoffentlich schon komplett fertig hochgeladen. Ja, heute Abend geht's los. Der wird heute Abend reingestellt. Also keine Ahnung, wie das da YouTube in der Regel macht mit dem Podcast. Ich habe es noch nicht, ehrlich gesagt, noch nicht ganz verstanden. Aber zumindest haben wir mal das Erste geschafft. Ich habe es jetzt auch nicht in zwei Teile aufteilen können, weil er das auch nicht wollte. Also es war mehr kompliziert als korrekt. Aber ja, c'est la vie, es wird auf jeden Fall heute Abend kommen. Also ich werde auch den Link dann in den Discord stellen und dann kann ich ihn dir auch zuschicken allgemein. Dann kannst du den auch verlinken, wenn du möchtest. Wenn du links im Main folgst, kommen wir dann direkt nach Würzburg. Also, warte mal. Ja, jetzt sind wir eigentlich wieder auch direkt auf Kurs. Jetzt geht es ein bisschen Ja, nach links. kannst du Also, lassen, ne? genau. Kannst auch. Und jetzt würden wir praktisch direkt auf Mainz zufliegen. Ne, Würzburg. Würzburg, Mainz, sorry. Magdeidenfeld. Ich habe Mainz, um ganz Würzburg. schnell. Würzburg. Würzburg, was haben wir da so Besonderes? Ja, mal wieder die Residenz. Die Würzburger Residenz. Mit dem Spiegelzimmer. Besteht nur aus Spiegeln und Gold. Das ist aber nicht das ganze Jahr für Besucher zugänglich. Ist das groß? Ist das so ein großes Schloss oder was genau stellt man sich darunter vor?
bisschen größer als ein Schloss, weil es ist eine Residenz. Also Würzburg hat eigentlich mehrere Sehenswürdigkeiten, die ich alle gar nicht mehr auswendig weiß. Weil ich da mittlerweile zu lange weg bin, aber ich mach mal Wikipedia. Ja, easy, easy. Ich habe ja nebenbei Zeit, so. Genau. Würzburg ist allerdings die Regierungshauptstadt von Unterfranken. Das weiß ich definitiv. Ist ja meine Regierungshauptstadt. Ja, Myfly, by the way, zieh dich mal warm an. Dir ist schon klar, dass du uns irgendwann mal Innsbruck zeigen musst mit Umgebung und so weiter, ne? Das wollen wir auch sehen. Also der Zeitpunkt kommt auch, ne? Nur dass du dich da schon mal ein bisschen einfuchsen kannst. Weil Österreich ist natürlich auch so ein schöner Ort. Da wollen wir mal ein bisschen was sehen. Hotel am Stein und das Käpple, meint gerade der Helmut. Bitte vor 20 Uhr möchte den Podcast gerne in der Badewanne hören. Der Kerl. Ich denke mal, das kriegen wir hin. Ich denke mal, das kriegen wir hin. Also, wie gesagt, er ist jetzt am Hochladen. Ich denke mal, er müsste jetzt fertig sein. Hoffentlich. Ich habe jetzt aber, denke ich mal, oh. Ja, In gut. Würzburg gibt es dann noch die Festung Marienberg. Und und der Dom St. Kilian, das sind so die berühmtesten Und da fliegen wir jetzt auch gerade Orte. drüber, oder ist das. Wenn wir dem Plan folgen, fliegen wir genau drüber, jawohl. Okay, ja, ich zoome jetzt mal hier ein bisschen zurück. Naja, ist jetzt noch. Nur da, wo der Knick drin ist, genau. Ja, alles Da klar. fliegen wir über die Residenz. EDGH, was ist denn das für ein Flugplatz? EDGH. Hier rechts von uns ist die Autobahn. Welche Autobahn wäre das? Das ist die 3 bestimmt. Die Okay, A3. ja, 3. Wo geht denn die hin, die A3? Ist das die, die nach Nürnberg geht? Die geht auch nach Nürnberg bis runter nach Passau. Ah, okay. Die ist auch in Köln. Die geht Köln nach Frankfurt, Ah, die Würzburg, obere. Okay, Nürnberg. ja, alles klar. Ja. Werd mich mal ein bisschen schlau machen, auf jeden Fall, mein Fly. Wein trinken in Rebstock, meint der Helmut. Also es gibt auch einiges an Weinreben dort, vermutlich, ne? Stimmt, Helmut, darauf wollte ich auch noch rankommen. Wir fliegen auch ein Stück über Veitshöchstheim. Da ist vom Bayerischen Rundfunk immer die beste Faschingssendung, wie ich finde, fast nach den Frankenmühlen wieder produziert. Okay. Ja, Da wo da. kommen die Mainzer Fernsehsitzungen nicht dran, bei weitem nicht. Ein paar Kilometer weiter nördlich ist Veitshöchstheim oder sowas, Fasching. Ja, genau, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Rebstock in ein Weinlokal. Ist ein Weinlokal. Ach so. So. Ja, die Region ist auch für Wein bekannt. Da hat Helmut vollkommen recht. So, und jetzt sehen wir praktisch hier Würzburg vor der Nase, die große Stadt hier wahrscheinlich. Sieht ja aus einer großen Stadt aus. Da merkt man schon, dass die Wälder ein bisschen lichter werden und nicht mehr ganz so dicht wie im Spessart. Also, aber es ist schon krass. Ich habe immer gedacht, so der Schwarzwald ist bekannt dafür, dass er halt so wahnsinnig dicht ist und so. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass so viel Wald dann auch noch in Hessen ist. Also klar, ich sage vielleicht korrekt, natürlich ist Wald in Hessen. Aber jetzt gerade hier so die Stelle, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da so viel auf einmal. Also ich weiß eben nicht, deswegen frage ich ja, der Flugsimulator tut ja manchmal ein bisschen gerne übertreiben. Hast du Nee, nee, das Turbulenzen passt soweit. ausgeschaltet? Nee, Xbox tatsächlich nicht, aber ich finde es geht. Also man kann jetzt hier gut von A nach B fliegen. Kein Motorsound mehr. Nee, das ist nur zu leise, hoffe ich mal. Hoffe ich mal. Moment. Doch, man hört ihn. Müsstet ihr eigentlich hören. Ich habe offiziell auch die Bose, ne? Hier sitzt hier unsere Bose-Kopfhörer an, damit eben, ja, jetzt wir nicht die ganze Zeit den Motor hören, sondern wir wollen ja schließlich den Motor hören. So, ich kann mal so machen. Geht's vielleicht ein bisschen besser. Ich hoffe, es geht mir wirklich. Ich bin ja nicht so der Erzähler Ja, normalerweise. alles gut. Ich hoffe, es geht. So, jetzt fliegen wir über Würzburg. Tuba runter und grüß dich, wunderschönen guten Abend. Würzburg ist auch eine Unistadt, meint er, by the way, der Jawohl, Helmut. das stimmt. Helmut kennt sich ja Ja, der fast Helmut ist genauso wie ich. unser Meister der Stadt. Das ist, der ist
Der Meister der Szenerie. So, und jetzt geht's nach rechts und jetzt müssten wir jetzt sollten wir gleich die Ecken und Kanten sehen. Jetzt biege ich mal kurz nach rechts. Genau, da fliegen wir jetzt über die Residenz und Marienburg drüber hinweg. Hier ist ein Bahnhof vermutlich, ne? Genau, das ist Würzburg. Hauptbahnhof von links unten in der Ecke, da. Ah, jetzt. Oh genau, ja, das ist ja riesig. Das ist riesig, ja. Es hat auch wunderschöne Gärten, die Residenz. Das sieht cool aus, ja. Wir drehen jetzt mal noch ein bisschen nach rechts ab. Ja, ihr seht schon, es schüttelt hier ganz schön. Ein paar Turbulenzen haben wir. Es ist nicht windig heute. Mhm. Aber ganz ehrlich, also das habe ich auch schon gesagt, ich will jetzt nicht allzu sehr da, wieder über die Comanche reden, aber die glaubhaftesten Turbulenzen bis jetzt, also wirklich, das sieht so gut aus, wie es einen hier so durchschüttelt. Man könnte wirklich meinen, man sitzt wirklich drin, auch so von den Geräuschen und Sounds, dieses Bum, 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 Bum. Also ich glaube wirklich, näher an der Realität geht es nicht mehr, übertrieben gesagt. So, jetzt gehen wir nochmal, machen hier mal unsere noch tiefer runter, immer auf 18. Er hat so viel Power, das Flugzeug, das ist Wahnsinn. Ich habe den so runtergedreht und trotzdem sind wir 140 Knoten schnell, das ist Wahnsinn. Jetzt fliegen wir langsam auf Rodenburg ob der Tauber zu. Das ist jetzt das geradeaus vor uns. Genau, bis zum nächsten Wegpunkt. Und unter uns immer noch die Mainz hier. Wenn dann wäre es Würzburg, aber da sind wir schon drüber hinweg. Mainz. Ach Quatsch, nicht die Mainz, nein, genau. Ja, du weißt ja was. Herr Gott, was habe ich denn mit Mainz heute? Keine Ahnung, ich kann's hier, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das so ein insgeheimer Wunsch, wir sollten mal nach Mainz fliegen, keine Ahnung. An der Main. Das könnte Ochsenfurt sein, dass wir gerade über Ochsenfurt fliegen. Ah, okay. Mal Rotenburg ab der Taube hat eine wunderschöne, gut erhaltene mittelalterische Altstadt. Mhm. Mit einer Stadtbefestigung rundherum, über die man auch laufen kann, und das ist wirklich schön. Da war ich damals im Schullandheim. Was damals im Krieg zerstört wurde, haben sie relativ originalgetreu wieder aufgebaut. Also du hast keine 60er Jahre Bauten dazwischen, wie es in den meisten Innenstädten der Fall ist. Mhm. Cool. Ganz kurz zum Stefan. Ich hab Probleme mit meiner Validierung. Meine E-Mail-Adresse bei Patreon ist richtig geschrieben und möchte diese bestätigen, aber irgendwie drehe ich mich da immer nur im Kreis. Ja, inwiefern, was hast du überhaupt für eine E-Mail-Adresse angegeben? Also du kriegst eine Bestätigung auf deine E-Mail-Adresse und dann musst du theoretisch einem Link folgen, soweit ich weiß. Und dann müsste der dann bestätigen wiederum. Also theoretisch müsste das gehen. Sollte nicht gegen dich sein, Mulder. Ah, wieso? Was war denn da? Rechts ist Heidingsfeld. So rum. Blu-ray, grüß dich. Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Der Main. Ja, danke dir, Kito. Fliegen wir über Ochsenfurt. Ja, genau. Überflug Taubertal. Regt gerade da, Helmut. Ich denke mal. Das Taubertal fahren wir, ja. Fliegen. Ja, also man merkt schon, jetzt wird es relativ flach. Ist das da auch so oder wirkt das nur so von hier? Nö, nee, also das ist flacher wie im Spessart. Okay. Sieht man auch, die am Ufer ist mehr Platz. Hier rechts von uns sehen wir den Flughafen EDQG. Weiß gar nicht, was ist denn das für einer? EDQG. Oder C? Moment, muss man mal schnell gucken. Nee, ich glaube, das ist G. Quebec Golf. Giebelstadt Airport. Giebelstadt. Ich habe mir heute den von Bayreuth geholt. Der Xbox hatte mir einen empfohlen. Jetzt habe ich aber schon wieder das Gürtel vergessen. Ich werde mir nachher noch holen. Den können wir uns auch mal anschauen, dann mal demnächst. Soll ja wahnsinnig cool sein. So eine Graspiste schon fast. Ja, ich denke mal, da wurden bestimmt die Bilder schon reingestellt im Discord. Wenn es der ist mit der Holzhütte, dann glaube ich, weiß ich welcher. Was mich bei der Comanche so ein bisschen stutzig immer macht, ist, man kommt sich vor, als würde man in einem Auto sitzen, so ein typisches Ami-Auto, weil halt die Aussicht so
Die Fenster sind so schmal irgendwie. Man sieht es auch von außen, ne? Die Fenster sind nicht so... Man merkt einfach, das ist echt ein altes Flugzeug. Voll irre. Man kommt sich so ein bisschen vor, als würde man in einem 60er Ami-Schlitten sitzen oder so. Also jetzt biegt der Main hier links ab. Genau, und wir fliegen geradeaus weiter. Ja, ja. Ja, aber das könnte marktbereit sein, wo wir gerade drüber fliegen. Okay. Bayreuth BYU. Wo mündet eigentlich der Main? Am Tiddies. Der Main mündet in den Rhein. Ja, da will mich wieder nur ärgern, der Xbox. Das ach, wegen Main. Ja, ja, wegen Tiddiesee, ne? Das ist, also, lass mal sein, das ist der Spinner. Ich mach mal das nächste Mal, wenn wir am Tiddiesee sind. Theoretisch wollte ich morgen zum Tiddiesee gehen, aber mein Cabrio ist noch nicht fertig. Wenn da sehr, sehr zeitnah dann das Ganze fertig ist, dann mache ich einen Wink an zum Tiddiesee und mache extra ein Bild für den Xbox am Tiddiesee, damit er mal sieht, von was ich rede, ja, wie schön der Tiddiesee ist. Ist ja super und hat auch ein Displayport, nicht so wie die neuen, alles über WLAN. Was genau meint ihr denn da? Ist es teilweise so, achso, VR. Flugplatz Kronach, Nähe Lichtenfels. Flugplatz Kronach, Nähe Lichtenfels. Es muss also auch bei dir irgendwo in der Ecke sein, also in der Nähe von Bayreuth, by the way. Warst du schon mal in Bayreuth, Mulder? Ich war noch nie in Bayreuth, nein. Allgemein so deutsche Städte, weil außer deiner vielen Schifffahrten, warst du denn schon mal auf allgemein so Orte, wo du dich gerne dran erinnerst in Deutschland, wo du sagst, hey, das war cool, da will ich hier nochmal hin oder da gehst du auch öfters hin? Also Rothenburg, wo wir gleich drüber fliegen, das finde ich ein sehr schönes Städtchen, das fand ich schon als Jugendlicher sehr schön. Weil? Durch die alte Altstadt. Okay. Die Mittelalter-Altstadt. Weil das ist echt schön gemacht. Ja, und sonst bin ich halt beruflich halt unterwegs. Zum Beispiel nach Basel fahre ich gar nicht gern. Ja, das ist auch richtig so. Berlin auch nicht. Auch das ist richtig. Also ich fahr gern Österreich. Hamburg, durch Siegerland fahre ich auch viel. Gerne. Aber so, dass ich innerhalb Deutschlands Städtetrippe privat mache, eher nicht. Ja, nö, ich meine, es geht jetzt eher so darum... unterwegs und dann... Ja, ja, klar. Aber ich sag jetzt mal, wenn du jetzt natürlich, weiß ich jetzt nicht, so eine Stadt hast, wie ich jetzt zum Beispiel, also wenn ich jetzt so grob daran denke, sage ich zum Beispiel Leipzig, ja, das ist so ein Ort, der mir gefällt, oder so halt einfach, wo du sagst, ja, da bin ich gerne, weil er halt eben cool aussieht oder weil man ihn irgendwie attraktiv findet oder sonst irgendwie. Ja, Leipzig ist echt schön geworden. Also die Leipzig ist echt gut. Ja, Innenstadt vor allen Dingen, ne? Das ist ja völlig wahnsinnig. Kid Coconut, verdammt, Anfang verpasst. Ja, das ist ein bisschen meine Schuld. Ich habe den tatsächlich auf den 24.07. gehauen. Da muss irgendwas schiefgelaufen sein. So schnell kann man sich verklicken. Aber zumindest im Discord stand es drin. Ich sag's mal so, also immerhin ein was. Deswegen ist es ganz gut, wenn man im Discord ist. Ne? Eins von beiden wird stimmen. Der Main fließt bei Gustavsburg in den Rhein. Mein übrigens gerade Helmut. Rothenburg um 12 Uhr, Meistertrunk, sagt der Helmut gerade. Wir haben auch einen Rothenburg in der Nähe, deswegen heißt deins wohl an der Tauber. Ah ja. Oh, jawohl. Rothenburg ob der Tauber ist einer mittelfränkischen Kleinstadt im Landkreis Ansbach. Aha, Mensch, hier lernt man nur dazu. Mein Gott, Helmut. Ja, ja, ist eigentlich, wenn du Fragen hast, frag eigentlich einen Helmut, es geht schneller. Schneller als Wikipedia. Nee, finde ich super. Also allgemein, wofür ist denn Hessen so mehr oder weniger bekannt? Oder so deine Ecke, sagen wir es mal so. Also natürlich jetzt okay, fürs Karneval, das so würde ich jetzt mal rauslesen. Nö, also nicht Wein. Unbedingt. Wein, der Frankenwein ist auch sehr gut. Für halt ausgiebige Wälder ist es bekannt. Ah, okay, ja, natürlich. Und, viele Luftkurorte haben wir bei uns. Okidoki. So, schauen wir nochmal kurz raus. Ja, heute ist das Wetter spielt mit. Wir haben Live-Wetter an. Ich dachte zuerst, ich hatte ein bisschen Panik, dass es vielleicht zu sehr windet und wir dann umstellen müssen. Aber nö. Alles gut soweit, tatsächlich.
Auch mit den Wolken finde ich, find, sieht ja, richtig gut aus. Gell, sieht super schön aus jetzt gerade. Und eben jetzt der Wind oder beziehungsweise Wetter macht mit. Hier gerade bei 120, 130 Knoten. Perfekt von der Geschwindigkeit. Jetzt momentan schnurrt das Baby wie ein Kätzchen. Ist auch schön kalt. Der Motor wird nicht zu heiß. Hier, schaut euch das mal an. Ich glaube, besser kann man den Motor gar nicht einstellen. Das ist, langsam werde ich warm mit dem Baby. Langsam werde ich warm. Der Kannibale von Rothenburg. Schon mal gehört, Mulder. Der sitzt in Kassel in der JVA. Naja, Kassel, wo auch sonst. Wollte jetzt nicht sagen, aber ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich hat er auch schon seine Yoga-Kurse dort genommen irgendwo. gutes Essen ja, bekommt ja, man in reichen Reichelshofen, Landwehrbräu, meinte Helmut gerade. Ah, ja Mensch, das Wichtigste. Danke Helmut für diesen Ansporn. Bier. Was würdest du denn für ein Bier empfehlen bei dir so in der Ecke? Aus Aschaffenburg kommt Heilandsbier. Heilandsbier. Genau. Heiland. Sehr geil. Heiland, genau. Und das ist das Beste, würdest du sagen, so aus der Ecke? Ja, ist halt mit dem bin ich aufgewachsen. Deswegen ist es so das Beste aus der Ecke. Markt Heidenfeld hat noch das Martinsbräu. Die haben auch eigenes Bier. Ja, bei uns gibt es auch Martinsbräu. Du bist, das ist lustig. Bei uns gibt es ein sogenanntes Martinstor in Freiburg. Grüße gehen raus an Tim. Und das heißt, im Martinstor, da gibt es auch das Martinsbräu. Da gibt es auch so ein Schwarzbier von Martinsbräu, was übrigens gar nicht so schlecht schmeckt. Eine eigene Brauerei. Aber das ist lustig, ne? Das ist, ich glaube, Martinsbräu gibt es wahrscheinlich auch gefühlt 10 in Deutschland, wenn nicht sogar noch mehr. So ungefähr wie das Hotel zur Post. Ja, ja. Ja, das stimmt. Oder Adler oder der Bäre oder so. Das ist, ja, yes, ist das neu. Oder der Hirsch. Der Hirsch, ja. Ihr immer mit eurem Yoga, meint der Xbox. Ja, das, ganz ehrlich, Xbox, das hat sich halt einfach eingefressen. Ja. Also ganz ja, ehrlich. Kalten bekannt. An welchem Airport kann man Yoga-Stunden nehmen? Also ich meine, das ist einfach so cool. Das muss man einfach überall mit reinnehmen. Das ist einfach nur lustig. Und passt auch sehr gut. Also ich finde, das ist super. Ja. Es macht ja auch seinen Charme. Also ganz ehrlich, da, ich meine, ich würde jetzt keine Yoga-Stunde dort nehmen, aber zumindest denkt man da immer dran. Das ist doch, ist ja auch so eine Art Verkaufsschlager. Jetzt müssen wir über Rothenburg fast sein. Ja, relativ nah. Wir drehen dann, ich mache jetzt so eine Kurve und wir drehen dann so wieder zurück. Ne? Aber ich hol weit aus. Weil die Maschine läuft gerade so schön, da will ich jetzt nicht allzu sehen. Nö, alles gut. Hast du die denn auch, Mulder? Mal so by the way. Die habe ich auch, ja. Ne? Und, was sagst du so, zufrieden? Ja, also, Hammer. Unglaublich tief. Bis auf die Landung, ne? Die muss ich noch ein bisschen üben, aber sonst... Ich staune halt immer wieder, was für ein unglaublicher Tiefgang das Ding hat, also wirklich. Und man sieht ja auch beim Motor, ob grün ist die Zündkerze oder ob sie gerade verrückt. Aber genau ich hab mich auch schon schlau gemacht. Es muss nicht alles grün sein, ne? Es ist normalerweise, wenn sie jetzt auf Orange ist, hättest du die maximale Power. Also das würde dem Motor jetzt auch nicht wehtun. Deswegen, wenn es jetzt auf Orange ist, ist es nicht schlimm. Es muss nicht grün sein. Grün ist nämlich Ökonomie. Aber manchmal ist es so, dass dir die Ökonomie einfach nicht ausreicht. Und ein kurzer Tipp kann ich vielleicht auch noch geben, da habe ich mir auch schon schlau gemacht. Wenn du jetzt hier zum Beispiel die RPM so zurückdrehst, dass der Zeiger hier anfängt zu wackeln, dann bist du theoretisch nicht richtig. Also du musst theoretisch so weit runtergehen, bis der anfängt zu wackeln. Sobald er anfängt zu wackeln, wieder ein Stück zurück. Und dann bist du eigentlich an der perfekten Rotation. Also dann hast du die perfekte RPM eingedreht. Ja, ich mache mich schon schlau, deswegen. Ich habe ja gesagt, ich mache... eine Umfrage demnächst, ob ich ein Tutorial machen soll über die, weil ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das überhaupt nötig ist, weil es gibt ja so viele Tutorials. Aber wenn jetzt da irgendwie die ganzen iFly-Abonnenten sagen würden, sie wollen das natürlich, dann mache ich eins. Deswegen mache ich mich schon so ein bisschen schlau, aber ansonsten, wie gesagt, genau. Sei das mal so als kleiner Tipp erwähnt. Links, da müsste jetzt auch Rothenburg sein. Genau, also das ist jetzt hier das Rothenburg, ja. Was wir jetzt hier sehen. Okay. Jawohl. Okay, doke. Kommst du denn her, Helmut? Du kennst dich ja besser aus wie ich. Wobei ich ja, Helmut ist einfach nur ein begeisterter Szeneriemensch, das merkst du. Der kennt so viel, das ist irre. Also spielt gar keine Rolle. Ich kann mit dem in Südbaden fliegen, da weiß der Bescheid. Ich kann mit dem in Hamburg fliegen, da weiß der Bescheid. Der weiß einfach Bescheid, fertig. ganz kurz, Rothenburg, was war Besonderes daran? So grob, was man vielleicht von hier oben sehen kann. Rothenburg ist und bleibt die Altstadt.
Okay, also einfach nur die Altstadt selber. Genau, da siehst du, wo die Mauer drumherum geht, wo das Grün drumherum ist. Dahinter ist die Altstadt. Hm. Ah, hier, ja, okay, ja. Ach, ja. Genau da, ja. Da, wo es praktisch so tonnenweise Häuser sind. Genau, das ist die mittelalterliche Altstadt, ja. Ist das dann so, also mit so kleinen engeren Gassen vermutlich und so? Genau, so, ja. Okay. Cool. Rottenburg ausgesprochen, sagt übrigens gerade Helmut. Nicht weit davon ist eine Gipskartonfabrik. Das ist wahrscheinlich das große Ding, was wir da hinten gesehen haben. In Weiß. So, jetzt fliegen wir zum Ochsenkopf. Das ist der höchste Berg im Spessart mit 1024 Metern am nächsten Wegpunkt. Das ist der Ochsenkopf, okay. Der nächste Wegpunkt. Mhm. Dauert noch einen Moment. Ich glaube, ja. Das ist die weiteste Strecke zum Fliegen. Okay. Der Kito hat gerade geschrieben, Grüße an die Markthalle über Martinsbräu in Freiburg. Ah ja, 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 das ist auch so ein sehr begehrtes Plätzchen. Hat seinen Charme, definitiv. Wurde jetzt schon ersetzt durch viele andere. Aber früher war es natürlich auch sehr, sehr cool. Ja, ist ein sehr begehrter, fast schon Touri-Ort geworden. Gehen sehr viele gerne hin. Genau, Helmut, das stimmt. Die Tour muss man auch unbedingt machen, wenn man mal da ist. Welche Tour? Nachtwächter-Tour. Die Nachtwächtertour in Rotenburg. Hm, okay. Ja, da bist du dann wahrscheinlich so gelotst, wahrscheinlich von einem, ne, der das ganze Zeug zeigt. Bestimmt noch mit der Laterne. Natürlich. Natürlich mit der Laterne. Ja, dasselbe gibt es nämlich auch in Freiburg so ein bisschen. Ja. Hm, da kannst du auch so eine, ja, ich würde jetzt nicht sagen, ob es mittelalterlich ist, aber eben auch so einen mit der Laterne, der dich dann nachts dann durch die alten Gebäude zieht. Ja, kann man machen. Ja, wandelnder Atlas, ja, stimmt, ist auch nicht schlecht. Stand mal als Kind auf der Rottenburger Stadtmauer und bäm, Tiefflieger, alles bebte. Ochsenkopf ist doch im Fichtelgebirge, fragt gerade. Jawohl, Helmut. Aber ein Teil davon ist noch im Spessart. Okidok. Ja, Mensch, Xbox, ich dachte, du fliegst heute mit, sag mal. Ist ja wieder nur hier am Zuschauen, ne? Fauler Kerl, du. ja. Also hier nochmal ein bisschen Wald. Gut, aber man sieht's auch schon, ne? Das ist alles so meistens so kleinere, ja, ich will jetzt nicht sagen Dörfer, aber schon so in die Richtung, ne? Ist ländlich geprägt. Mhm. Also nicht so wie der Ruhrpott, wo eine Großstadt an der anderen klatscht. Mhm. Ja gut, das ist natürlich halt auch wegen der Fabrikerei, sage ich jetzt mal, eine Industrie, viel Industrie. Aber da bin ich auch mal gespannt, mal so eine Ruhrpott-Tour zu machen, weil allgemein vom Ruhrpott weiß ich auch so gut wie gar nichts. Das würde mich auch mal richtig interessieren, aber ich glaube, da ist die Denise so dahinterher. Die würde auch mal bestimmt mal gerne uns ein bisschen da einführen. Können wir da auch mal machen. Aber ich würde tatsächlich sagen, ja gut, als nächstes mal schauen, würde ich schon Richtung Leipzig gehen. Je nachdem, wann der Flo zurück ist, der zeigt uns bestimmt dann auch mal Berlin und Brandenburg die Ecke. Ja, ansonsten, wen haben wir denn noch so alles? Wir könnten auch mal so Hamburg und Lübeck mal so drüber fliegen. Kenne ich mich jetzt nicht so krass gut aus, aber zumindest schon mal ein bisschen. Ich sehe jetzt gerade hier vorne haben wir noch einen Landeplatz. Das ist ILM, wobei das... Aber das ist doch hier ein Flughafen hier. Weiß gar nicht, welcher das ist. Das weiß bestimmt der Helmut. Der findet das doch bestimmt raus. Welcher Flughafen ist das hier rechts von uns? Der wird hier nur als ILM angegeben. Also kein offizieller Flughafen. Weiß gar nicht, ob das... Oder Flugplatz, besser gesagt. Aber das ist hier auf jeden Fall einer. Keine Ahnung, wie der offiziell heißt oder was das offiziell für einer ist. Wollte mal chillen und zusehen. Sag mal, Mulder, gestern eine Doku über das Fichtelgebirge gesehen. Hohe Abwanderung. Weißt du wieso? Ist doch so schön da. Arbeit also, vielleicht? Ja, ist halt schwache Region. Ja. Die meisten zieht es dann in der Ecke dann eher nach Nürnberg. Hm, wo die halt die Arbeit ist vermutlich, ja. Oder? Oder die Großstadt? Arbeit. Der Ochsenkopf zwischen Warmensteinach, Fichtelberg und Bischofsgrün im oberfränkischen Landkreis Bayreuth ist mit 1024 Meereshöhe der zweithöchste Berg des Fichtelgebirges. Hm? Jawohl, aber der höchste im Spessart. Der höchste im Spessart. Sehr gut, sehr gut. Nein, also, nicht im Sprache. Was sage ich denn von Franken, nicht von Spessart? Ah, oh, ich bin ganz falsch. Aha, ja gut, aber ja gut, also aber auf jeden Fall nicht der höchste.
Andersrum, nicht der, also der höchste von Franken, so. Aber nicht der höchste von Bayreuth, im Landkreis Bayreuth. Kurz vom Ochsenkopf kommt auch links Bamberg und Bayreuth. Bayreuth müsste man sogar drüber fliegen, wenn ich ja, den Wegpunkt ja. richtig im Kopf habe. Da habe ich mir heute übrigens den Flughafen gekauft. Der soll auch ziemlich gut aussehen. Auch für irgendwie 6 Euro oder so. Ich glaube, der ist sogar von Aerosoft. Und Augsburg habe ich mir auch gekauft. Ich dachte ehrlich gesagt, wir starten in Augsburg. Deswegen dachte ich, okay, kann man sich mal holen. Nee, andersrum. Ich glaube, Augsburg ist von Aerosoft und Bayreuth ist von auch wieder irgendeinem anderen. Aber die sehen beide ziemlich gut aus. Nur so als Info. Leckersen, grüß dich. Ist Fulda weit weg von der momentanen Position? Ja, wir fliegen ja schon, also wir sind eigentlich gestartet in der Nähe von Fulda, wenn man so will. Nähe von Fulda? Naja, Fulda ist ja theoretisch nördlich von, also wir sind ja in der Nähe von Frankfurt jetzt gewesen, wenn du so willst. Wo ja, wir jetzt gestartet sind. Genau. Westlich Frankfurt, ja. Ja, genau. Und wenn wir jetzt da mehr so Richtung Norden gehen, also so weit weg ist da Fulda jetzt dann auch nicht mehr. Irgendwann bin ich mal auf Fulda gestoßen, ja. Genau. Und dann auch auf die Yoga-Halle irgendwann. Ja, richtig, aber da geht es noch mehr Richtung Westen, die Yoga-Halle. ja, genau. Servus, seid mir gegrüßt, Freunde gepflegten gepflegten Flugsimulation. Sehr geil. Bin auch wieder am Gucken. Ja, grüß dich, Leckersen. Wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Ich habe mich gewundert über die Aussage Ochsenkopf in Hessen. Ach so, Würzburg, Fulda, 150 Kilometer. Sagte Helmut, by the way. Da habe ich mich bestimmt versprochen, Helmut. Ich bin nicht so der großartige Erzähler, deswegen. ja, du easy, der Helmut, der gut tut uns korrigieren. Genau, ich habe mich auch verbabbelt hier, wo wir in Südbaden waren, habe ich mich ein paar Mal versülzt. Ja, ja. Oh mein Gott. Oder Mainz, ja, ja. Ja, ja, genau. Deswegen ist ja der Helmut da, ne? Deswegen haben wir ihn ja. Unter anderem. So. Also, ging jetzt zum. Ja, das ist jetzt also hier der nächste Knotenpunkt. Der Benutzerpunkt wäre dann theoretisch hier bei Reut. Wobei, ich glaube, EDQG, da waren wir ja vorhin. Nee, bei Reut ist hier oben noch weiter nördlich, oder? Mal kurz gucken. Ja, doch hier, BAY, gell? Das müsste bei Reut sein. Fliegen wir sogar über den Neuerwerb hin. Drüber. Wo fliegen wir drüber? Über deinen Neuerwerb. Ah, ja, genau. Bei Reuter Flughafen. Ja. Unbeabsichtigt hatte ich so gar nicht. Doch, das hattest du, das wolltest du. Das war ganz klar deine Intuition. Hast du dir schon gedacht. Fliegen wir über Bamberg, fliegt gerade der Helmut. Über Bamberg direkt nicht. Bamberg ist links. Jetzt im Moment links von uns? Nee, noch ein Stückchen weiter. Ah, okay. Tim, grüß dich. Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend. Ebenfalls geht raus. Fliegen, das hatten wir schon. Fliegen wir über Bamberg-Fulda. Wäre mal von oben schön zu sehen, wie das MSFS umgesetzt wurde. Denn das ist die erste Sternenstadt Deutschlands. Inwiefern meinst du jetzt Sternenstadt? Das habe ich jetzt auch noch nie gehört, MyFly. Helmut sagt, EDDN ist Nürnberg. Ja, das stimmt. Das wissen wir ja. Da landen wir ja dann auch, EDDN, ne? Also kurz vorm nächsten Wegpunkt ist er nach Bamberg. Mhm. Theoretisch müssten wir jetzt eigentlich auch, wenn wir jetzt hier nach rechts rausgucken, müssen wir Nürnberg sehen. Das müsste hier hinten irgendwo sein. Müsste da blinken. Wie viel Sprit haben wir denn noch? Da wir den mal kurz runtergucken und müssen. Je weiter östlicher wir kommen, desto flacher wird es irgendwie. Ah, hier 15. Ja. Genau. Also zumindest im Simulator gefühlt. Nee, ist ja auch so in echt, glaube ich. Also ich glaube, je mehr du so Richtung Osten gehst, je mehr wird es so relativ flach. Es wird dann erst wieder so im Erzgebirge höher. Oder, ja, dann halt, wie sagt man, Spreewald und so. Weißt du, warum ich so wenig FPS habe, obwohl ich gar keine Auslastung auf der GPU und CPU habe? Da gibt es viele Gründe. Da müsste man mal schauen im... Kommst du am besten mal auf den Discord? Jawohl, da müssten wir wirklich mal schauen, weil das könnten so viele Gründe sein. In der Regel würde ich jetzt sagen, eigentlich sollte das ja natürlich nicht sein. Eigentlich müsste beides gut ausgelastet sein. Wenn nicht, dann irgendwie Grafikeinstellungen
Hast du dir mal das Grafikeinstellungs-Performance-Video von mir angeschaut? Da kannst du mal die ganzen Grafikeinstellungen mal direkt zu übernehmen und dann kann man schauen, vielleicht hast du dann schon das Problem gelöst. Es könnte der Flugplatz Herzogenaurach sein. Der von vorhin. Herzogenaurach. Krass, das ist ja wirklich ein hartes Wort. Kennst du den Ort? Herzogenaurach, bin schon ein paar Mal durchgefahren, ja. Den gibt's tatsächlich. Also, dass es den gibt, das stand nicht außer Frage, aber es ist mal wieder so ein typisches deutsches Wort. Herzogenaurach, leck mich doch. Da muss ich immer lachen, wenn so die Deutschen immer so Witze machen oder die Amis dann immer so diese Wörter, also allgemein ein Außenstehender, die lachen sich ja kaputt über die deutschen Wörter zum Teil. Doppelkupplungsgetriebe oder Schornsteinsfähiger Meister. Das sind so Killerwörter, wo du dir da wirklich denkst, alter Schwede, also das fällt einem gar nicht auf und deutsche Sprache, ne? Hier ist Adidas und Puma, sagt übrigens gerade Helmut. Sorry, ich muss unterbrechen. Es gibt Städte in Sternenform. Ah, weltweit. Okay. Kito sagt auch Adidas, by the way. Was wolltest du sagen, Mulder? Ich hatte dich gerade vorhin unterbrochen. Weiß gar nicht mehr. Weil ich habe gerade geguckt, wenn man links aus dem Fenster guckt, kommt Geisel. Da ist auch ein kleiner Familienfreizeitpark. Oh. Aber der ist aber zu weit weg bestimmt. Ah, okay. Weil ich wollte gerade sagen, wäre natürlich lustig gewesen. Direkt drüber. Okay. Das siehst du, wie welche kleine Ortschaften da überall sind. Ja, eben. Deswegen sage ich ja, es wirkt so dörflich hier. Das ist doch hier ein Dorf. Also wie eine Stadt sieht das ja nicht wirklich aus. Aber selbst bei den kleinen Orten erkennt man meistens, was es ist. Ja? Im Simulator, ohne dass da viel gemacht wurde. Also die Straßen stimmen ja meistens, die Häuser rein, zumindest in meinem Heimatort, stimmt bis aufs letzte Haus, wo in keinem Haus mehr kommt. In echt steht da auch keins mehr. Sehr cool. Macht man bei den kleinen. Na, ich hab ja letztens jetzt gesehen, wo wir über Mülheim geflogen sind, also hier in der Nähe Südbaden-Ecke. Dort hat man ja so, also ne, es war auch das erste Mal, dass ich da drüber geflogen bin, da habe ich dann auch erstmal gesehen, okay, ein paar Sachen, also es sind noch etwas ältere Bildaufnahmen, aber trotzdem, die sind trotzdem sehr aktuell. Das ist schon irre. Wo sind wir genau, fragt jetzt gerade der Helmut. Um es genau zu nennen, also ich kann mal kurz die VFA-Karte anmachen, muss aber dich kurz gedulden, Helmut. Dann kann ich dir exakt sagen, wo wir wären oder wo wir sind. Erstmal hier schnell mein Navigraph anschmeißen. Dann kann ich dir sagen, wo exakt wir uns bewegen. So. Wir sagen kurz vor Bamberg. Also rechts von uns ist Höchstadt, Höchststadt an der Alsch oder Aisch. Echt jetzt? A-I-S-C-H. Ja. Vor uns ist Mühlhausen. Wie viele Mühlhausen es gibt, ist auch verrückt. Steppach sehen wir dann auch noch. Also, wo sind wir jetzt? Moment, ich muss mal kurz gucken. Also, jetzt direkt vor uns müsste so eine Gabelung sein. Und da sehen wir Mühlhausen. Das hier müsste Mühlhausen sein. Und vorne ist Steppach. Genau. Und dann fliegen wir jetzt weiter. Alaxa wäre der offizielle VOA-Punkt. Thomas Felden gibt es dort, wenn ich das richtig sehe. Steppach und Oberkost. Sehr geiler Name. Kennst du den Oberkost, Müller? Nee, das sagt mir gar nichts. Nee. Hirschbrunn ist auch noch dort. Also der Name sagt mir zumindest was. Aber gut, Hirscheid gibt es auch. Gibt's gefällt, ja. Frensdorf. Hundshof. Frensdorf, genau. Frensdorf ist kurz vor Bamberg. Ah, okay. Was haben wir hier noch? Winkersdorf. Also ja, ein Dorf nach dem anderen. Das ist ja völlig irre. Und ja, man kommt sich noch ein bisschen vor, als würde man übers Elsass fliegen. Weil Elsass ist ja auch so. Da ist nur das alles mit Heim. Papsheim, Hupfenheim, Rechsenheim, bleib daheim, geh nach Heim. Ja. ja, da kommt Adidas her, sagt übrigens gerade Tim nochmal. Adidas und Puma haben bis heute dort ihren Sitz. Oh krass, das wusste ich gar nicht. Ich dachte mal, das seien Schwaben. Also irgendeinen hatte ich irgendwie im Kopf.
die schwäbisch gewesen sein sollten. Na. Ah. Viele Fahrgäste fragen mich dann immer, ob ich Schwabe wäre. Da sage ich, nein, ich bin nicht geizig, ich bin aus Franken. Fragen also, aber echt viele. Also das verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht, weil normalerweise Schwäbisch, das ist ja wirklich noch komplett anders. Also das ist ja wirklich eine andere Welt schon fast. Also in der Norm. Also ich hätte jetzt eher gesagt, wenn ich dich so höre, würde ich eher denken, du bist eher so ein Bayer. Ja, also so die bayerische Ecke. Also so in die Richtung, sagen wir es mal so. Ja, um bei Xbox zu bleiben, nördliches Bayern. Nördliches Bayern, ja. Ja. Rechts davon ist der Main-Donau-Kanal. Und was haben wir noch? Elsass hat nur mehr Kreisverkehre, ja. Da gebe ich dir recht, Guido. Da vorne, vor dir, geradeaus, das muss Bamberg sein, was da vor dir liegt. Da links. Ah, okay, er hat also so die große Stadt jetzt da vorne, das ist Bamberg, okay. Alles klar. Und der Ochsenberg ist dann wo? Das rechts ab. Ah, okay, also jetzt hier so... Okay. Weil kurz vor dem Ochsenkopf kommt dann auch Ochsenkopf. Bayreuth. Ja, genau, nicht der Ochsenberg. Dann kommt Bayreuth, alles klar. Also kurz genau. Vor Bayreuth kommt der Ochsenkopf. Gut. Kurz danach. Bayreuth kommt vor dem Ochsenkopf. Beide sind Brüder und waren verfeindet. Puma und Adidas. Wusste ich gar nicht, was ihr alles wisst. Ich als Partner wurde in EDTH sogar als Thüringer eingeordnet. Was? Ich habe keine Fragen mehr. Ja. Schon seit 1998 im Norden. Eieieiei. Das ständige Gepieps hier von der Einstellung vom Ding, das ist auch ein bisschen nervig. Wird, dass man das nicht ausstellen kann. Kann das per Hand nachjustieren oder macht es der Flieger automatisch? Das nee, habe ich noch nicht rausgekriegt. Ich dachte, sobald der Autopilot nachjustieren muss, kommt dieses Piepen. Oder? Oder ich muss ihn selber nachjustieren und ein bisschen mehr Down machen. Ich probier's mal. Mal gucken, ob er. Ah ja. Nee. Eben siehst du, er nimmt das wieder von ganz allein. Also ich justiere jetzt mal nach unten. Mal gucken, was passiert. Aber ich glaube, der drückt mich dann wieder hoch. Oder? Nee, jetzt. Vielleicht haben wir's doch, ja. Okay, ja, dann lag's an mir. Also, Ach, deswegen kennst du mich so aus, Helmut. Ein Mittelfranke. Ah, guck an. In Bamberg zu beachten, Dom mit Bamberger Reiter, Klein Venedig und das Rauchbier, Schlenk-Kerler. Ich bin Mittelfranke und wohne in Niedersachsen. Per Hand machen ihr, ups. Ah, guck, da fällt die wieder. Feldi, wieso machst du denn eigentlich mal nicht so ein Tutorial? Das wär's doch mal. Feldis Tutorial. Die Perfektion in Fliegerei. ich habe Fragen. Wird mir die RTX 3070 wesentlich mehr bringen als die 3060? Ja, auf jeden Fall. Lakerson, auf jeden Fall. Also auf eine 3060 würde ich nicht gehen, wenn ich eine 3070 hätte. Das steht fest. Die kann schon mal einiges mehr. Ich mach Werbung. Ich habe eine 3080 Ti übrig. Na, guck an. Hast du das, Mulder? Na, guck an. Ich habe meine 3090 jetzt auch schon. Wird gerade verkauft auf eBay. Wenn ihr also eine 3090 seht, die, ne, da könnte das durchaus meine sein. Ich habe in Rothenburg unsere Fabrik mit Gipskartonplatten. Unsere Fabrik mit Gipskarton? Das ist deine Fabrik, Helmut? Oder eher in deiner Stadt? Hanflachsen. Nebenbei. Der Helmut als Reisenführer nehmen müssen. Ja, aber den kannst du überall nehmen. Ich glaube, das spielt keine Rolle. Nebenbei bin Hesse, wohne aber in Oberbayern. Ah, guck an. Da ging es eher so Richtung Süden. Was haben wir denn hier links von uns, gerade für einen Flughafen? Also, by the way. Wenn wir jetzt hier in. Links sind, in Roten. Nee, nicht Rottenburg. Na, wo sind wir denn jetzt? Wie heißt der Ort nochmal? Bamberg. Dann ist das der Bamberger Flughafen. Flugplatz oder Flughafen, ist immer so schwierig, ne? Platz der Sonderlandeplatz Bamberg, EDQA. Ah, okay. Sonderlandeplatz. Hat also 4,3 Sterne. Darf man also nur landen?
Das wäre der Bamberg Breitenau. War früher in amerikanischer Hand, sagt gerade Helmut. So, jetzt fliegen wir noch Richtung Ochsenkopf und Bayreuth und dann geht es danach nach Nürnberg. Ja, wir sind auch gut in der Zeit. Das hast du gut ausgesucht, würde ich sagen. Wie sagt man, die Tour ist perfekt eigentlich. Weil laut Flugplanung 1:53. Das kommt relativ gut hin, ja. Ich wollte unter 2 Stunden bleiben. Ich war noch einen anderen Weg drin, aber ich wollte unter 2 Stunden bleiben. Ja. Weil länger muss man meine Stimme nicht ertragen. Ach so, Quatsch. Nein, ich habe ja gesagt, so die VFA-Flüge sind, glaube ich, für 2 Stunden eigentlich genau richtig. Weil auch gerade für Leute, die das nachfliegen wollen oder hier so ein bisschen rumgurken wollen, gibt es ja wirklich einige, da sind mehr als 2 Stunden dann auch ein bisschen zu viel. Jetzt über Memmelstadt, Seehof. Ein Wind in Bergen, sagt gerade der Feldi. Moin aus Hamburg, Sobuku, grüß dich. Im Ladelauf wird es sehr flüssig. Bitte? Heute gibt es nichts zu meckern über den Flusi. Nee. Der läuft also wie geschmiert. Gut, ich will jetzt hier nicht zu sehr, ne, wieder mal die Klappe aufmachen, aber mit einer 4090. Wann soll der nicht laufen, ja? Aber es ist halt schon krass, ja. Also ich denke mir das auch jedes Mal. Ich könnte mal kurz gucken. Warte mal. Was haben wir? Ja, wie immer. Ja, ich will es gar nicht sagen, aber 100 FPS hängen hier fest. Also alles gut. Ja, ist flüssiger als alles andere. Ja, ich bin gestern von Seattle, also heute Nacht von Seattle nach Denver geflogen. Und da hatte ich Reiseflughöhe, Außenansicht 110. Ja. Ich bin auch überzeugt, wenn ich jetzt hier nicht. Und im Flieger 90. Ja, ich bin ja hier gerade limitiert, weil ich ja hier, ne, Dual und so weiter, und der kann doch so schnell wie der andere Monitor, weil sonst, also man kann es ja nur duplizieren. Wenn ich den ausmache, ich hab's noch nicht gemacht, aber wie gesagt, ich glaube, der kann locker höher als die 100 FPS. Aber wie gesagt, das ist stabile 60 FPS auf dem Boden und ich bin der happieste Mensch auf der Welt. Und der, wie gesagt, ist eigentlich 80, zwischen 80 und 75, sowas pendelt der sich ein, je nachdem, wie stark oder beziehungsweise wie viel Traffic da gerade ist. Nächstgrößter Ort. Das könnte hinkommen, Helmut. Genau, nächstgrößter Ort könnte Hollfeld sein. Hollfeld. Ja. Eigentlich bräuchtest du ein Megafon neben deinem Namen, wie ein Reisebüro. Ja, und so ein Schild noch so, ne? So ein Schild mit der Nummer drauf. Genau. Bayreuth, Wagner-Festspiele. Orangerie, Botanischer Garten. Botanischer Garten. Also wie gesagt, in Bayreuth fahre ich immer nur vorbei. Mehr habe ich bis jetzt auch noch nicht hingekriegt. Also kann direkt man denn... in Bayreuth fahre ich auch noch nicht. Mal da hinten haben wir auch noch so ein bisschen Gebirge. Aber jetzt ist mit der Trimmung das Lämmchen nicht mehr so oft an. Nee, das war wirklich, das hat daran gelegen. Ja. Ja, du hast ja gehört, das muss man per Hand ja nachjustieren. Feldi hat mich ja schon zusammengeschissen. Ah, Feldi hat schon zusammengeschissen. Ja. Wurde wieder mal als Noob beschimpft. Ja, Klassiker. Nee, alles gut. Er hatte recht, ja. Muss man per Hand nachjustieren. Ich habe es nur zu fein nachjustiert, weil ich halt dann immer so ein bisschen runtergedreht und dachte, okay, aber ja, muss man halt die ordentlich nachdrehen. Ja, ich weiß gar nicht, hast du auch den Honeycomb-Throttle, Mulder? Den Throttle, ja. Den Choke aber nicht. Ja, das macht ja nichts. Aber eben, du hast ja an dem Throttle dann dein Trimmungsrad. Ne? Und damit kann man das gut nachtrimmen. Oh, ja. Das geht relativ gut. Die VF-Flieger mache ich im Moment noch mit dem Turtle Peach. Ah, okay. Ja gut, aber du könntest... Halt auch die Hebel zum Rein- und Rausziehen, wie ach so, wie der Flieger auch. Ach so, okay. Ja gut, das hat dann natürlich noch mehr Realismus, ja. Ja, aber ich will irgendwann... Ich habe ja bald Geburtstag, mal gucken, was ich da so kriege. Ah, gut, auf alle Fälle den
die Funkfrequenz mir gewünscht von Logitech. Ah, ja, 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 kann ich nur empfehlen. Ja, 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 ja. Perfekt und, für WhatsApp. Und den Handicomp, mal gucken, was ich kriege. Ja, also der ist super. Wie gesagt, ich bin auch froh, wenn ich den wieder mal benutzen kann, wenn ich jetzt hier, weil eben sonst benutze ich ja da eigentlich immer nur den Trustmaster Yoke, ne? Für die anderen Flieger. Aber jetzt hier so, gerade jetzt, wenn man hier mit dem mal wieder so in die Luft geht, der ist schon besser. Also ich sag's nach wie vor, also besser im Sinne von, dass die Qualität einfach besser ist. Das merkt man wirklich, sobald du halt in die Luft gehst und so, das ist halt schon geil. Aber ja, es ist der Trustmaster ist halt, passt halt besser, wenn du jetzt halt Boeing fliegst, ne? Das ist einfach so. Weil er das Gefühl halt gibt, dass das Ding halt auf dem Boden ist. Ihr redet von FPS-Werten, davon träume ich nur. Ja, eben deswegen wollte ich es ehrlich gesagt gar nicht so laut rausschreien. Kurze Zwischenfrage. Ist PMDG 738 was Besonderes? PMDG was Besonderes drin? Inwiefern meinst du das? Vor uns könnte das Fichtelgebirge sein mit Ochsenkopf. Jawohl, da fliegen wir drauf zu. Mhm. Genau, Helmut. Update auf 3.070. Was meinst du, Kito, damit? Eigentlich bräuchtest du ein Megafon. Update auf 3.0.70. Liken bitte, ja. Wer es noch nicht gemacht hat, könnt ihr gerne tun. Welches Update, Kito? Gute Frage, ja, fange ich mich jetzt auch. Ist, oder er meint vielleicht, was das Besondere ist bei der PMDG 738, da eben das Update 3.0. Ah, das Update von, ja, das habe ich gestern gezogen. Ja, aber ist ja nichts Besonderes. Ich habe das schon gezogen am Freitag, glaube ich. Wo wir gerade hier ja, noch am Aufreden, am Reden waren, habe ich dann noch, weil wir hatten es doch, ich glaube, wir hatten es doch von Liveries, gell? Da haben wir doch irgendwie so drüber gequatscht. Also irgendwas war doch. Und deswegen habe ich gesehen, ach guck, es gibt gerade das Update von PMDG, aber pff, also. Ja, die sollen ja nur so kleine Mikro-Updates zum Vorbereiten des irgendwann mal erscheinenden. Also in 20 IFB. Jahren, das, ja. Genau. Ja. IFB-Update. Bleibt auch gerade gefällt die. Nach Bayreuth in Richtung Ochsenkopf an der kleinen Anhöhe der Flugplatz. Ah. Ah, das heißt also, dort ist dann direkt der Bayreuther Flugplatz. War eben ein kleines Update von 69 auf 70. Ach du Scheiße. Okay. Nochmal. Dienstag kommt Update WU 14 mit Tschechien und so weiter. Ja, das ja, werden wir theoretisch einfeiern. Ich bin jetzt da noch mit dem Jan ein bisschen am Abklären, weil ich wollte eigentlich Dienstag unseren Matzenflug machen nach Palma. Aber sonst machen wir den eventuell am Mittwoch, weil eben morgen gibt es ja kein Stream. Also nochmal zur Info. Morgen kein Stream. Der Quatsch, den ich heute geplant fürs 24. Wie gesagt, da habe ich mich verklickt. Morgen gibt es keinen Stream. Erst dann ab Dienstag wieder. Und Dienstag, wenn alles gut läuft mit dem WU-14er, man muss ja auch dann gucken, wann genau das rauskommt. Wenn es natürlich erst so spät am Abend ist, dann lassen wir das sein und fliegen dann halt einfach nach. Weil wie immer, ne? Das heißt, es kommt, aber man weiß nicht wann. Und dann fliegen wir einfach direkt nach Palma, würde ich sagen, oder so. Also, wir checken es mal. Wo werden wir landen? In Nürnberg. War am WE an der Ostsee, deshalb erst heute. Danke für die Antworten, gerne. Gerne, gerne. Feldisack, ja. Also, das hier vorne... Bitte? Wenn ich mir den Stream so angucke, muss ich die Strecke auch noch nachfliegen. geradeaus, hier sehen wir den... wie heißt das? Das ist jetzt der Ochsenkopf wahrscheinlich. Genau. Dass ich den so gut getroffen habe in der Weltkarte. Ja, perfekt, ne? Guck mal an, hast du sauber hingekriegt. Und hier ist Bayreuth rechts von uns. Ja, da können wir mal kurz einen Blick drauf werfen, ob wir den schon sehen. Irgendwo hier ist der wahrscheinlich. Also wir fliegen theoretisch direkt dran vorbei. Wollen wir mal einen kleinen Blick drauf werfen. Sah nämlich ziemlich gut aus auf den Bildern und wie gesagt für die paar Obolusse. Und Augsburg habe ich ja noch nicht. Ne? Das dachte ich mir immer schon, das wollte ich mir eigentlich immer holen, weil Augsburg ist ja so ein Klassiker für so kleinere Privatjets und so ist das ja die Hochburg der Privatjets. Ja, mit Augsburg tue ich auch schon länger liebäugeln. Tschechien gibt es auch auf der Homepage, du sagst es, MyFly. Da gehen wir demnächst ran. Xbox, wenn du das hörst, weißt Bescheid. Ne? Wo werden wir landen? Achso, hatten wir schon. Wenn es einen richtigen Winter gibt, tolles Skifahren. Ja, ich glaube, das wird nie wieder passieren. Ganz ehrlich, Helmut. Wenn ich mir allein schon überlege, wie viele Skiorte es gibt im Schwarzwald und ich kann mich so gut wie kaum noch daran erinnern, wann ich das letzte Mal dort Schnee sah. Selbst an so Klassikern wie, ja, und jetzt kommen wir wieder für den Xbox, der Titisee, ist im Winter richtig schön. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, dass man dort richtig, weil der so krass zugefroren war, konnte man dort
wochenlang Schlittschuh fahren. Ich weiß nicht, wann der Titisee das letzte Mal wegen Eis geschlossen war. Das sind Jahre her. Ich will nicht sagen Jahrzehnte, aber ich würde sagen 10 Jahre, das kommt fast hin. Also es ist, man merkt wirklich, die Welt wird heißer. Es ist schon ganz schön verrückt. Ja, da wo ich jetzt wohne in Kelkheim, da heißt der Tennisclub Tennis und Eisclub. Jetzt nur noch Tennis. Seit ein paar Jahren nur noch Tennis, weil früher haben sie die unterliegenden Tennisplätze mit Wasser geflutet, dann sind sie drauf, haben sie Eissport gemacht. Mhm. Schon seit ein paar Jahren nicht mehr, das kannst du vergessen mittlerweile. Schlimm, ist schlimm. Ich denke auch dran, so ans Erzgebirge und so, das war ja auch so ein sehr gut, sehr gerne besuchter Ort, wo auch so du verschiedene Skiorte hattest und so, alles tot. Das ist schon übel. Wenn du Schnee willst, musst du entweder in die Schweiz oder nach Österreich. Da kannst du dir zumindest sicher sein. Allgemein so Alpenecke. Und selbst dort sagen sie ja auch schon, es wird ja von Jahr zu Jahr immer schlimmer. Die Resorts, die ja eigentlich davon leben, im Winter ist bei denen Hochsaison und im Sommer ist bei denen Relax. Die müssen sich jetzt auch eine Arbeit suchen, weil die das nicht mehr halten können fürs ganze Jahr. Das ist schon traurig. Ich sehe eine Autobahn. Ist das die Bayreuther Autobahn? Ich würde es fast denken. Die geht Richtung Hof, Plauen, kann das sein? Gib mir da mal jemanden Feedback dazu. Ich glaube, das dürfte die neuen sein. Ja, ich denke nämlich auch, das müsste die sein, wo die fahre ich dann nämlich immer lang, wenn ich zu meinen Großeltern fahre. Die neuen geht in Münchberg, wenn du nördlich fahren willst. Mhm. Hirschberg. Helmut fragt gerade Kreuz, die A9 ist das genau. Gold-Kronach? Fragezeichen. Sagt dir das was? Mir nein. Wie gesagt, ich war in der Ecke noch gar nicht. Gold habe ich noch nie angeschaut. Also das hier ist auf jeden Fall der Ochsenkopf. Gibt es denn einen Flughafen direkt auf dem Ochsenkopf? Oder einen Flugplatz? Irgendwie sowas. Weil theoretisch würde sich das ja ein bisschen anbieten. Ne? Vorne sehen wir es ja. Ja, es ist schon irre. Vor allen Dingen sieht man immer sehr, sehr gut, ob ein Simulator butterweich läuft. Ihr müsst mal an die Außen, also an die Außenfenster schauen. Mal so ein kleiner Tipp, wenn ihr anderen Streamern zuschaut oder so, die sagen, es läuft flüssig. Schaut da immer hier auf die linke Seite. Denn meistens ist es so, der Simulator simuliert meistens das, was geradeaus ist, flüssig. Und das hier ist sekundär, die Seite. Und einfach mal gucken. Werdet ihr sehr oft erkennen, ah, da stottert's. Und manchmal gibt es Leute, die behaupten, sie hätten irgendwie, keine Ahnung, 60 FPS und höher. Und das könnt ihr ganz klar erkennen an der linken Stelle. Normalerweise sind es dann viel, viel niedriger, weil der fängt dann hier an zu stottern auf der linken Seite ab 30, ich glaube bis 40 FPS. Ab dann wird es sauber auf der linken Seite. Also wenn ihr seht, dass es hier links stottert, erzählt der Typ Käse. Da gucke ich bei mir auch immer zuerst, ob es da hängt. Genau, weil das ist das Erste, was dir auffällt. Es stottert meistens immer da, wo du nicht hinguckst. Das ist aber auch, ehrlich gesagt, eine coole Idee oder cool programmiert, weil eben, ne? Man guckt natürlich immer geradeaus und da gibt das Flüssigkeitsgefühl dann auch besser. Aber eben, es geht ja um die gerne mal so Käse erzählen und sagen, ja, ich habe 60 FPS. Und, ja, klar. Und du guckst dann nach links runter und denkst so, genau. So. Wir müssen mal jetzt rausgucken für Bayreuth, sonst sind wir gleich dran vorbei. Ja. Achso, dann stimmt, wir sind ja am Flughafen entlang geflogen, dammit. Deswegen lädt er jetzt ja auch die ganze Zeit nach. Oh, scheiße. Ja, da hinten ist er. Ja, ja. Ja, du, mein Gott. Wir müssen jetzt eher mal umdrehen. Ich würde sagen, wir machen hier einmal umdrehen nach Nürnberg. Wir machen jetzt hier mal eine Linkskurve und dann mache ich so, hole ich eher aus. Dann fliegen wir hier mal so schön am Ochsenkopf entlang. Das ist ja hier richtig schön. Das wäre was für ein Tim, Mensch. Mal so eine richtig lange Strecke machen. Ich habe ja auch mal gesagt, wo ich mal im Kopf hatte, mal einen PPL-Führerschein zu machen. Da macht ja hier auch der Verein hier in Basel, macht ja auch immer ab und zu mal solche Events. Und die fliegen dann zum Beispiel mal komplett nach Sylt hoch mit allen ihren Fliegern. Oder hier zum Beispiel auch mal so nach Bayreuth die Ecke. Sicher auch dann geil, wenn du da mal so einen Tagesausflug machst. Meistens ist es ja fürs ganze Wochenende, weil die müssen dann alle Flieger, die sie haben, nehmen sie dann halt zusammen und alle fliegen dann praktisch die Strecke einmal durch. Und ja, ich finde es halt cool, weil da sieht man dann auch ein bisschen was von Deutschland und kann noch mal ein bisschen weiter fliegen als immer nur so eine Stunde oder so.
Das wäre schon mal cool. Das wäre jetzt sicher auch ein richtig geiler Ort, den man mal anfliegen kann. Aber ihr seht schon hier, Humpels und Pumpels. Was sind das hier rechts für ein Gebäude? Kann ich irgend so einen Ausguck? Was da? Auf dem Berg hier. Wenn es ein Turm ist, ist es da auch, sieht der Turm vom... Nee, Turm ist es. Also zumindest wird er hier nicht als Turm dargestellt. Kann natürlich sein, dass es ein Turm ist. Aber das ist dann natürlich die Frage von der Sobu. Könnte aber auch die Bergwachthütte am Schneeberg sein. Vermutlich eher das. Wobei es jetzt nicht ganz nach einer Hütte aussieht, aber es macht zumindest eher Sinn. Sieht eher aus wie so, so ein kleines Resort oder so. Helmut, was denkst du? Ja, wo ist unser Spezialist? Er ist allgemein so still. Ich glaube, der ist gerade am Essen. Jetzt hier schüttelt es uns jetzt gut durch. Ich denke mal, das liegt natürlich daran, weil wir jetzt hier gerade an Berg entlang fliegen. Berg entlang fliegen. Auf- und Abwinde. Mhm. Bin sprachlos. Haben wir es geschafft? Das ist ja verrückt. Wir haben den Helmut sprachlos gehört. Das ist die Gier, Eifnei. Die Tourismusbranche in Österreich möchte sich gerne durchgehend eine goldene Nase verdienen. Am besten ohne Ausgaben, wobei nur Niedrigstlöhne für viel Leistung bezahlt werden. Ja, das kommt mir tatsächlich auch bekannt vor, Mayfly. Aber ich glaube trotzdem, die Natur hat trotzdem ganz schön viel trotzdem zu tun. Also ich meine, man sieht es ja, ob jetzt da Schnee liegt oder nicht. Ne? Also jetzt mal einfach nur davon abgesehen. Natürlich ist die Gier und so weiter, müssen wir gar nicht diskutieren. Die haben wir natürlich überall, das ist absolut traurig. Aber ich denke mal, jetzt nur mal rein vom Schneetechnischen gesehen, ist das wirklich nicht so einfach. Gerade jetzt für so ein Ressort, ne? Also, kann ich mir da schon gut denken. Hier sollte der Fichtelsee sein. Exakt, wo wir uns jetzt hier gerade befinden. Muss mal kurz schauen auf unserem Navigrad. Der Fichtelsee ist wahrscheinlich links von uns. Hier irgendwo. Ist das hier der Fichtelsee, maybe? Also das wird hier zumindest als See auf der VFA-Karte angezeigt. Oder hier hinten. Könnte eventuell auch sein. Weil am Fichtelsee gibt es auch das Hotel am Fichtelsee. Es gibt auch einen Campingplatz Fichtelsee. Okay. Da ist er, glaube ich, rechts am Fenster raus. Ja, das sieht auf jeden Fall eher nach einem See aus. Wird halt hier nicht beschrieben auf der BFA-Karte, oder? Nee. Aber wenn der Fichtelsee bei Neubau ist, dann ja. Neubau, ja. Das ist direkt neben Neubau. Genau. Und Fichtelberg ist jetzt praktisch vor uns. Das da ist der Fichtelberg. Ja. Ja, Mann, ist das cool. Also ganz ehrlich, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass man... Wenn man sich mal so ein bisschen in die VFA-Welt einlässt, das ist richtig cool. Da lernt man echt viel über Deutschland kennen. Und wie man sehen kann, auch sehr, sehr gut dargestellt. Also meine Fresse. Also es macht richtig Spaß. Hätte ich nicht gedacht. Wie hast du das 750er gekriegt? Das ist über einen Link. Musst du mal schauen. Du kriegst diverse Dateien. Unter anderem die PDF-Datei, wo ja das Flugzeug beschrieben wird etc. Und da gibt es einen Link zu der 750er, da gibt es eine Gratis-Version und eine Payware-Version. Und die Gratis-Version habe ich, da ist aber nicht alles modelliert. Also es ist alles modelliert theoretisch, aber ein paar Sachen sind ausgegraut. Hier zum Beispiel den Traffic und so wirst du nicht sehen können. Dazu braucht man halt die Payware-Version, die ich mir übrigens auch in baldiger Zeit ereignen werde, weil das ist also... Wenn man sieht, die 750er hier unfassbar gut modelliert, sehr, sehr stabil. Ich habe die jetzt auch schon so oft benutzt, also da muss ich die fast schon kaufen. Aber wie gesagt, die kann man sich gratis runterladen und kriegt hier sehr, sehr viel geboten. Also, ja. Vielleicht, ich wollte gerade sagen, ja, Feldi, natürlich Feldi. Sehr gern, danke dir. Ich habe die Pro, ja. Also ich werde sie mir auch kaufen, definitiv. Die kommt in mein Portfolio.
So, in Aspen angekommen. 4-3er Landung. Sehr schön, Feldi, sehr schön. Sehen wir hier links auch so ein bisschen Regen, auch schön dargestellt. Also heute zeigt sich mal wieder der Flugsimulator von der schönsten Seite. Muss man einfach mal sagen. Und da wir jetzt auf Nürnberg zufliegen, Nürnberg ist die zweitgrößte Stadt in Bayern und die viertgrößte in Deutschland. Ganz kurz, ist das hier eine Sprungschanze? Das sieht irgendwie aus wie eine hier. Gibt es irgendeine Schanze hier im Fichtelberg? Oder sieht das jetzt nur so komisch aus? Na, vielleicht liegt es auch jetzt an mir. Ja, nochmal Mulder, sorry, ich habe die unterbrochen. Ne, nicht schlimm, ich habe schon was zu Nürnberg erzählt. Zweitgrößte Stadt Bayerns und die viertgrößte in Deutschland. Oh. Und natürlich bekannt durch den Christkindlmarkt. Natürlich, natürlich. Warst du da auch schon oft? Öfter? Noch nie. Ich bin nicht so der, ich bin nicht so der Weihnachtsmensch, mir ist das alles zu viel. Ah, okay. Das Weihnachten. Zu viel Gedränge, zu viel Gestupse. Ja, okay, okay. Zu viele Menschen auf einem Fleck. Ja, 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 ja. Also ich sag's mal so, ich bin auch nicht so der große Fan von zu viel Leuten und so weiter, aber ich sag mal, wenn es gut organisiert ist, verteilt sich das ja auch gut. Und wenn man vielleicht auch zu einer Zeit kommt, wo jetzt nicht gerade jeder da ist, dann, also ich versuche auch immer der Masse aus dem Weg zu gehen. Aber ja, ich gebe dir absolut recht. Also das ist einer der Gründe, warum ich auch bis jetzt noch nie an dem Christkindlmarkt war, obwohl ich eigentlich Weihnachtsfan bin. Aber ich denke mal, das kommt bestimmt irgendwann noch. Hier gibt es eine Schanze und Skigebiet. Ah, guck an, siehst du, dann war das vielleicht eine, weil das sah mir auch so danach aus. War mir jetzt nur nicht sicher, ob das jetzt richtig dargestellt worden ist. Ja, das ist eine Skib. Ich hab's gefunden. Das ist keine Sprungschanze, sondern nur eine Piste. Ah, okay. Geht auch eine Seilbahn hoch. Und dann kannst du Ski wieder runterfahren. Sofern Schnee liegt. Ja. Kannst du mal ein kleines Tutorial über die TDS GT, also XI, machen, falls es die Zeit zulässt? Eigentlich sehr, sehr gerne, natürlich. Aber ich habe auch, ich weiß gar nicht, kommt das, ich glaube, das kommt sogar drin vor. Schau mal, MyFly, ich habe mal über die ganzen Garmins, ich meine, da ist der 750er auch dabei, ein Tutorial-Video gemacht. Also schau mal da rein. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Vielleicht einer von euch im Chat kann das mal kurz abchecken. Weil es gibt eins, wo ich das 530er vorstelle, das 430er, wie man da die Flugpläne eingibt und so weiter. Und ich meine auch, das ist dabei. Ich weiß, der 1000er ist dabei. Und ich glaube, der 750er auch. Also hängt mich dafür nicht auf. Aber wenn nicht, dann mache ich auf jeden Fall eins. Nürnberg heißt Nürnberg in Fränkisch. Nürnberg. Nürnberg, ja. Nürnberg. Es könnte über die Fränkische Schweiz nach Nürnberg gehen. Ja, stimmt. Stimmt, die Fränkische Schweiz ist ja eigentlich jetzt hier auch... Ich dachte, Bayreuth ist Fränkische Schweiz, so die Ecke, oder? Also sehr, sehr nah an der sächsischen Grenze, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ja, in Hof ist ja auch Franken, da war ja früher der Grenzbahnhof. Genau, genau. Da fährt man auch immer so schön vorbei und sieht dann noch so die alte. Da ist jetzt, glaube ich, eine Tankstelle. So eine Autobahntankstelle. Also MyFly, wie gesagt, wird auf jeden Fall gemacht, aber schau da gerne nochmal rein. Ich glaube wirklich, ich habe das schon als Tutorial, aber wenn nicht, dann eigentlich Schande über mein Haupt. Ich weiß gar nicht, warum ich die 750er da nicht drin hatte. Aber ich meine doch, ich habe sie mit reingenommen. Das Rotlicht ist irgendwie so dämlich. Ja, ich finde es einfach köstlich. So, 750er ist schon cool. Nette ist schon teuer. Außerdem kein Support für die DC-3. Sagt eine umsonst. Und da müsste eigentlich für jede gehen. Ich habe auch die Umsonst-Version, weil mir die 75 auch ein bisschen zu viel ist. Kostet die echt 75 ja. Euro? Ich habe die Woche erst geguckt, das war 75 Euro. Okay, das ist krass. Ich hatte das günstiger im Kopf. Ich dachte irgendwas um die 30 oder so. Okay, dann werde ich es mir ja wahrscheinlich auch nicht holen. Ich dachte echt, das ist nicht so teuer. Bei Hofer der Übergang in die EX. Ja, genau. Warum das schon wieder... was, wie, wo, was, wie... Ja, alles gut. Mensch, du kennst doch den Feldi. was ist denn der TDSG? Achso, das ist... Ich dachte, das ist ehrlich gesagt, MyFly, das ist das, wovon wir es jetzt hier gerade hatten.
Dann habe ich es vielleicht verwechselt. TDS. Warte mal, ich guck mal nach. TDS. Also wenn es für das 750er für ein Jahr willst, zahlst du 25 Euro und für Lifetime 75. Ach so, das ist limitiert auf Zeit auch noch. Okay. Einmal 25 für ein Jahr oder 75 für immer. Oh, das ist ja brutal, das habe ich gar nicht gewusst. GTNXI. GTN. Also das ist dann auch nochmal eine 750er, einfach nur als eine andere? Sehe ich das richtig? Spezifische, bla bla bla. Der sieht aber eigentlich gut aus. Kostet 50 Euro. TDS Software. Operating. Die Frage ist, könnte man den genauso benutzen jetzt für die Comanche? Oder ist der jetzt nur, weil ich sehe jetzt gerade, hier wird er nur abgebildet bei der PC-12. Da stellt sich mir eben die Frage, muss das dann einer unterstützen? Both 750 und 650 XI. Das ist auch geil, dass die 650er XI dabei ist. Das ist nämlich auch so ein oft benutztes Gerät. Also ich guck's mir mal an, definitiv, MyFly. Geht dein SIM-Brief nicht? Ah, und SIM-NAV-Daten gehen auch nicht. TDS ist original gar nicht. Ah. Als Hilfe nach Nürnberg kann man die A9 nehmen. Ah, auch nicht schlecht. Ja, gut, das stimmt, ja. Da fährst du ja direkt wirklich in... Also wenn du wechselst von Heilbronn aus, was ist das schon wieder für eine? A6, kann das sein? Ja, ich glaube. A6 auf die A9 dann. Oder nee, die an. Doch, doch, ich glaube, er sechs auf die anderen. Man braucht extra Software. Ah, okay. Das ist das Original von Garmin. Kommen wir in Nürnberg die 10 oder die 28 rein? Gute Frage. Also, wir kommen von. Ich denke mal, wir kommen von Osten her. Jetzt muss ich selber schauen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo jetzt. Wenn du magst, fliegst du einmal kurz über den Flughafen noch drüber. Kannst du mal über Nürnberg fliegen. Ja, dann machen wir das doch. EDDN. Wieso hat er denn jetzt nicht drin? Und zwischen Fürth und Nürnberg war die erste Eisenbahnlokomotive, die erste Strecke. Ich als Eisenbahner natürlich wissen. Ja, frag mich. Es war der Adler, aber frag mich nicht in welchem Jahr. Da müsste ich wieder Wikipedia und Google befragen dafür. Ja, man kann ja nicht alles wissen. Das heißt also, wenn wir einmal drum rumfliegen, kommen wir über die 10 rein. Oder ja, die 10. Den Trick fürs GHT Nürnberg kennst du, damit das Tor zum richtigen GATT aufgeht. Nö, kenne ich nicht. DSA von PMS 50, 750. Also das ist die auf jeden Fall hier drin ist. Die DSA von PMS. Gut, das andere hat Original von Garmin. Ist natürlich schon cool, keine Frage. Ist billiger, by the way. Aber gut, wenn es keine SIM-Brief-Implementierung hat, das ist natürlich doof. Und die SIM-NAV-Daten gehen auch nicht. Ist das Ding ja gar nicht zu gebrauchen, wenn SIM-Brief und die Im-SIM-Daten nicht funktionieren. Also cool aussehen tut's, von der Ding, was ich hier gerade sehe. Und es ist natürlich auch cool, weil es halt direkt von Garmin selber ist. Würde sich natürlich auch mega gut anbieten für die. Aber dann frage ich mich, warum sie nicht auf die Idee gekommen sind, da SIM-Brief zu implementieren. Das ist ja total bescheuert. Sollte man doch als Entwickler doch als Minimum machen, also das weiß man doch normalerweise. Also cool aussehen tut's, so von der Software, von dem, was ich hier gerade sehe. Die Frage ist einfach nur, ob jetzt mal davon abgesehen, ob. Ah, hier, Virtual Air Integration Aircraft List. Ah, siehst du. Warte mal. Oh, jetzt kommt hier das Video, das will ich doch gar nicht. Ah, ja, genau. Die Comanche Carinado 182. Also, es kann auch nicht jede. C337er, die Piper 28 Arrow. Ja, gut, okay. Eigentlich können es alle die
die das unterstützen, das 57er. Abend Lufthansa, ja, da war das Datum leider falsch. Ja, Männer, war das nämlich mal. Ja. Lufthansa. Da kann ich dir wirklich nur raten, komm in den Discord, da siehst du dann die echte Zeit. Nee, ich habe mich tatsächlich verklickt. Aber ne, ich habe es auch gestern angekündigt und eigentlich auch schon an den ganzen Streams davor. Das heißt, wenn ihr die Streams geschaut habt, solltet ihr eigentlich wissen, dass wir heute fliegen. Also es war nicht angekündigt, sagen wir es mal so. Jetzt fliegen wir gerade. Was ist denn das hier eigentlich für ein Dörfchen, wo wir gerade drüber sind? Da gibt es sogar noch hier, guck mal, es muss ein Bad sein oder sowas, so eine Therme. Da hinten ist ein Fußball. Jetzt sind wir, glaube ich, wieder bei der A9. Am 7. Dezember 1835 wurde zwischen Nürnberg und Fürth die erste deutsche Eisenbahnstrecke für den Personen- und den Güterverkehr eröffnet. Die Dampflok Adler zog 9 Wagen mit rund 200 Gästen. Ui, 200 sind ordentlich. Das ist Pegnitz fliegst du gerade drüber. Pegnitz. Über das Cabriozol Pegnitzbad. Oha. Ah, okay. Das, Gewerbegebiet Kleiner Johannes. Aha, na guck mal. Falls man Realität möchte, wird man Simbrief nicht benötigen. Ich hab's mir gekauft. Ja gut, letzten Endes, man kann es ja vom Simbrief dann trotzdem da einkragen. Also das ist natürlich richtig. Und es ist billiger. Das ist definitiv ein Argument. Geht überall, hier Liste der Flieger. Sehe schon, Feldi ist ein komplett überzeugter. Ja gut, wie gesagt, was dafür spricht, ist halt, dass es direkt von Garmin ist und dass es billiger ist. Man zahlt keine 75 Euro. Ich finde 75 Euro ist schon ein bisschen teuer. Also das muss ich schon sagen. Das finde ich jetzt schon ein bisschen happig. Es ist ein cooles System, keine Frage und so, aber es ist schon nicht billig. Da war ja die 738 billiger. Ja, das stimmt. Aber ohne EFB, wohlgemerkt, ja. Da müssen wir wieder auf das EFB-Thema zugreifen. Ja, jetzt unter uns hier die A9, hier auf der linken Seite, da sehen wir es schon. Genau, das ist A9. Ja. Genau. Das ist auch der Feldensteiner Forst. Feldensteiner Forst. Mhm, über 10, 20 Luftdruck einstellen, da geht das Tor zum Gatt auf. Ah. Ich habe ja gestern gesagt, dass ich mir eine DC-9 wünsche. Da hast du ja gesagt, es gibt die MD-82, aber das sind zwei riesige Unterschiede zwischen den zwei Flugzeugen. Ja, die Engines natürlich. Der eine ist ein bisschen neuner. Der eine ist halt nicht so ganz groß wie der andere und so, natürlich. Aber. Oder reden wir jetzt vom selben Flugzeug? Moment, jetzt muss ich auch mal gucken, dass ich keinen Käse erzähle. Moment. Aber normalerweise dachte ich, die DC-9 wird das normalerweise. Doch, eben, ja, genau. Der eine ist größer, der andere ist länger. Also der eine ist kürzer, der andere ist länger. Ja, das ist schon die DC-9. Richtig. Gleich teilt sich die A9 auf der linken Seite. Ja, weil das ist eigentlich direkt in. Genau, in Nürnberg ist das ja direkt, ne? Also die Teilung dann. Da muss man nämlich immer aufpassen, wenn man da fährt, dass man die richtige Abzweigung nimmt. Machen wir mal Xbox auf jeden Fall. Ich stelle das mal ein, mal gucken, ob das dann funktioniert mit dem GATT. Was der Xbox nicht alles weißt du, ne? Ich habe noch nicht kapiert, was GATT ist. Das werden wir sehen, wenn wir dort sind. Ah, okay. Überraschung, das Tor muss aufgehen. Das Tor muss aufgehen. In Plech gibt es das Wunderland Plech für Kinder. Und wo genau ist Plech? Wahrscheinlich in Nürnberg, aber wo exakt? Also wo sehen wir das dann von hier? Oder sehen wir es überhaupt von hier? Das ist die Frage. Schon drüber fliegen oder schon drüber sein. Ach so. Es kommt gleich nach dem Waldgebiet. Da. Mhm. Ja, also Deutschland ist schon schön, ne? Muss ich schon sagen. General Aviation Terminal, ne?
DAT. Schön ausgedrückt, danke. Xbox. Dankeschön. Wieder was gelernt. Ja, man sagt ja auch immer die GAT 2. Oder da ich kein DA fliege. Ja, das ist schon okay. Muss ja auch nicht. Ja, mit dem Flieger wird es jetzt vielleicht ein bisschen mehr. Ja, also ganz ehrlich, das ist, aber auch mit der 414. Also ich sag ja, das ist, die Fliegerei, die macht so dermaßen Spaß. Und gerade jetzt auch mit dem hier, weil das ist halt, du hast halt die Herausforderung, überhaupt schon mal den Motor richtig einzustellen. Und es ist jetzt auch ein richtig cooles Gefühl, wenn du jetzt siehst, ich meine, jetzt fliegen wir die ganze Zeit und der Motor ist wirklich stabiler, geht's kaum. Es ist jetzt, glaube ich, ein bisschen noch Zufall dazu gekommen. Aber das ist halt so cool, ne? Wenn du vor allen Dingen die Schieberegler hast, die du dann genau schön fein einstellen kannst. Und hier rechts unten siehst du dann, guck, also besser könnte es nicht sein. Die hinteren sind übrigens immer dunkler. Also das ist auch ganz normal, wenn du jetzt oben, also du wirst nie alles komplett grün haben, weil die unteren sind, also hier bist du mehr in der Luft hier vorne und hier hinten eben weniger in der Luft. Und deswegen sind die auch etwas gelber. Aber wie gesagt, ich hab mich ja schon ziemlich belesen über das Flugzeug. Es gibt sehr, sehr coole Tutorials direkt von A2A. Also deswegen, A2A, ich weiß es gar nicht. Ja, A2A, glaube ich. Und der Entwickler ist ja selber, hat ja selber das genau exakt dieses Flugzeug hier. Deswegen, der Typ hat es halt eigentlich direkt einfach übertragen. Erst nicht weiß, wie dann. Eben, genau. Also es ist schon Wahnsinn. Das Ding hat wirklich eine Systemtiefe und vor allen Dingen, was ich so interessant finde, das geht jetzt gerade hier viral massiv durch die Decke, das Flugzeug. Also das ist ja wirklich explosionshaft. Da gibt es selbst Leute, die nur Airliner fliegen, fliegen dieses Teil hier und sind massiv begeistert von der Systemtiefe. Also das, ja, muss ich auch nur Airliner normalerweise. Ja, gut. Ja, ist ein gutes Beispiel, ja. Und nein, aber es ist wirklich, also ich verstehe es total. Das Ding ist wirklich, kostet 50 Euro, das ist halt wirklich auch nicht wenig. Aber hier sind 50 Euro auch jeder einzelne Cent völlig gerechtfertigt für diese Art von Systemtiefe. Völlig wahnsinnig. Freue mich schon auf die neue MD-11. Ja, bin ich auch mal sehr gespannt, ja, wie die auch. Wird. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Baby wird. Ich glaube, ganz am Anfang hieß es mal, für die Erstbesteller soll eine Vorbeta-Phase sein im September. Ja, genau. Also stattfinden. Allgemein soll die früher rauskommen. Ja, Fell, die sind 46. Der Kerl. gut, danke. Jawohl, Herr Direktor Feldi. Ja. ja, Subuco freut sich auch. Naja, ich denke mal allgemein. Ich finde es vor allen Dingen cool, dass sie jetzt in ihrer Seite das genauso angegeben haben, wie der Progress ist und was jetzt noch alles zu machen ist und was genau sie alles machen wollen und so weiter. Also das finde ich sehr, sehr cool. Genau. Aber wie gesagt, das gibt es ja auch schon von Flight Sim Studios. Das wird auch mal gerne übersehen. Ich weiß gar nicht, Molter, du hast doch auch die Embraer, oder? Oder habe ich mich... Die Embraer habe ich ja. Also, ich weiß nicht, wann du die das letzte Mal geflogen hast, aber die kann... Achso, nee, wir sind ja zusammen geflogen. Im Stream, ja. Stimmt. Hm. Also, die hat sich ja wahnsinnig gemacht. Die hat sich ganz schön gemacht, ja. Hammer! Also, die fliegt sich wirklich verdammt gut. Am Anfang ist sie geflogen wie Papierflieger, ja. Jetzt hat sie ja gutes Gewicht. Jetzt hat sie richtig gutes Gewicht. Und ganz ehrlich, ich finde eine der schönsten Starts vor allen Dingen. Also, richtig stabil und... Richtig geil, also so wie die jetzt ist, gefällt sie mir wahnsinnig gut. Zum Thema Flugzeug durch die Gegend ziehen, Feldi, wusstest du, dass das auch von Haus aus geht mit der Y-Taste auf der Tastatur? Versetzen-Modus. Ja, das sicherlich Xbox, aber wir können ja mal gucken. Ich hab die nämlich vorhin, bevor wir den Stream gestartet haben, habe ich die mal durch die Gegend geschoben, weil ich das mal gucken wollte, wie exakt das aufgebaut ist. Das ist was für dich, also Xbox, weil... Das ist so krass detailreich. Du hörst ja deine eigenen Fußstapfen. Und wie sagt man, wenn du das Ding drehst, hat ja nochmal wie so eine kleine Bremse drin. Also ich weiß es nicht, es ist jetzt vielleicht komplizierter erklärt als... aber das musst du dir wirklich, das musst du dir mal angucken. Also das ist gerade für dich. Du wirst wahrscheinlich Herzinfarkt bekommen. ich mache mal kurz die Lichter an. Sieht man da überhaupt was in der alten Mühle? Ich habe bis jetzt noch gar nie die Lichter angeguckt. Will ich mal kurz sehen. Will mal kurz hier nachts, um mal zu sehen, wie hier die Lichter aussehen. Ich weiß gar nicht, der hat ja nur diesen einen Lichter. Andere Lichter gibt es ja nicht, ne? Außer hier das Rotlicht und so. Die Instrumentenbeleuchtung, die ist an... Was ist sie gekoppelt? Nicht Navigationslicht, ich glaube an Beacon. An irgendwas ist es gekoppelt. Also so sieht's aus nachts.
Also ich finde, nachts hat er sich auch gebessert, das Sim, kann das sein? Ja, ja, also. Also das hat sich am, also ich bin schon lange nicht mehr nachts geflogen. Also gerade hier so, wenn hier so. Ja, ja. Also klar, natürlich musst du auch so ein bisschen über eine Großstadt fliegen. Aber was mir auch so gefällt, ist, wie sagt man so, diese, also du hast halt auch so diesen Lichtsmog, den siehst du halt so von weit. Das sieht schon geil aus. Jetzt gehen wir mal ein bisschen. Das ist mir aufgefallen beim Stream von Dubai nach Pakistan war es, ne? Wo wir da nachts gestern sind. Da ist mir das aufgefallen. Also ich finde, das hat sich nochmal geändert. Also ja, nochmal mehr ins Detail und so, ne? Nicht links, sondern rechts, sagt der Helmut. Hab mir auch die M20R von Carinado gekauft. 20 Euro. Sie hat zwar nicht die Systemtiefe der Comanche, gefällt mir aber total gut. Ah, wie gesagt, also Optik und so, da müssen wir überhaupt nicht reden. Carinado ist der absolute Topklasse, keine Frage. Sicherlich. Ist nicht das gleiche Xbox. Ja, eben. Wie gesagt, das muss man wirklich sagen, weil ich kenne ja auch diesen Versetzmodus, den gibt es als Verlinkung bei einigen Flugzeugen. Mensch, wo war denn das letzte Mal? Ich glaube sogar bei der 414 kann das sein. Irgendwo kann man die auch rumschieben. Irgendein Flugzeug kann man auch umschieben. Und dann wird er praktisch nur verlinkt zum Versetzmodus. Aber hier, das ist nochmal ein ganz anderes Spiel. Also wir können mal, Xbox, wenn du mich daran erinnerst und wir gelandet sind, kann ich es nochmal zeigen. Also das ist wirklich völlig irre. Ja. Gerade so für die Immersion, wie es ja immer so schön heißt. Links sehen wir jetzt das Autobahnkreuz. Das müsste das sein, ne? Das Autobahnkreuz A9. Ja, das ist das auch, weil hier fährst du, wenn du von der Seite, also wenn du von Westen aus kommst, musst du dann, das ist immer das Verwirrende, du musst gleich nach rechts abbiegen, nicht später, weil wenn du eins später abbiegst, geht's eben Richtung Süden. Genau, und wenn du eins früher abbiegst, dann geht's Richtung Norden. Dann muss man hier nämlich so diesen langen Weg nehmen. Sehr amüsant, aber genau. Habe ich mich schon ein paar Mal verfahren. Ist tatsächlich auch schon vorgekommen. Aber das ist schon länger her. Ich erinnere dich sehr gut, Xbox. Zeig ihm das Licht, sonst hat er... Achso, zeig ihm das Licht, sonst hat er... Baldi, es ist noch nicht um 10. Bereit, 20 Uhr. Ja, wie gesagt, wir tun es mal anders ausdrücken. Er kriegt Schnappatmung. So, jetzt gucken wir hier auf die große Stadt Nürnberg. Einmal der Flughafen hier natürlich. Und was ist denn das hier geradeaus, so das hohe? Ist das ein Turm? Ach, das in Bayern ist bestimmt eine Kirche. Nee, das sieht mir nicht nach einer Kirche aus. Das sieht aus wie so eine Art Sendeturm oder sowas. Könnte die Kaiserburg Nürnberg vielleicht. Ja, wir fliegen mal drüber. Wir müssen ja sowieso einmal so drumherum fliegen, hast du ja gesagt. Wir müssen nicht. Ich habe gedacht, man könnte auch noch über Nürnberg fliegen, wenn man schon da ist. Ja, na klar, natürlich. Machen wir jetzt auch. Bin schon großfällig, verkrafte das. Nicht mehr weit, dann kommt der Flughafen. Genau, hier rechts ist er zu sehen. Pacifica Cessna, Fernsehturm. Ah, genau. Danke dir. Und herzlich willkommen. Das ist der Fernsehturm hier, das Riesending. Ja, irgendwie sowas, danach sieht es eben auch aus, deswegen. Dann habe ich nichts gesagt. Ja, du, alles gut, alles gut. Du bist ja jetzt auch nicht zwingend Experte, nur weil du jetzt da in der Nähe wohnst. Also was soll der Quatsch? Nee, Nürnberg ist schon weiter. Da ist Frankfurt definitiv näher als eben, Nürnberg. Eben. Und Mainz ist sogar näher. Mainz? Oder die Main? hier einer meiner Lieblingsflughäfen, by the way. Von Captain 7. Der wunderschöne EDDN-Flughafen. Viel zu wenig angeflogen, aber es gibt ja so viele schöne. Unter anderem auch gestern Pakistan, Freunde. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. So ein cooler Flughafen, zwei echt schöne Flughäfen für unglaublich niedrigen Obolus. Die Frage, ob die Heringe, was? Heringe von Zelt allein hochgehen oder mit so kleinen blauen Lufthansa. Eieiei, jetzt geht's aber hier los. Freunde. Mensch, YouTube schneidet mir wieder alles ab. Der Nürnberger Flughafen, um vom Thema abzulenken, ist auch gut für Watzing-Neulinge geeignet, weil der ist nicht so groß, der hat nicht viele Taxiwege. Das stimmt. Da ist der Tower auch öfters mal tagsüber besetzt. Ja. Und
nicht so viel los ist. Und hier links sehen wir auch das Stadion. Das ist Olympiastadion, oder? Sowas. Sieht zumindest so dann raus. Oder Fußballstadion? Ja, gut. Okay. Ist die Eisenbahnstrecke daneben? Ja. Da bist du auch öfter? Ja, wenn man nach Passau fährt, fährt man da dran vorbei. Und ja, hier rechts, also hier eben, siehst du, so ein hoher Turm ist das. Oder ist das einfach nur... Na, wobei, das könnte einfach auch nur ein Fehler sein. Weil das sieht jetzt irgendwie nicht so ganz nach einem Gebäude aus. Ich bin mir echt nicht sicher. Ah, doch, ja, jetzt baut sich's auf. Ja, das ist der Fernsehturm. Okidoki. Okidoki. Ja, dann fliegen wir doch mal direkt über den Fernsehturm drüber. Hat also auch ihren Charme, so Nürnberg, ne? Hier geht auch schön das Wasser durch. Auch ganz cool. Ja, Nürnberg ist auch ein schönes Städtchen. Wenn ich da Pause habe oder irgendwas, laufe ich mal ein bisschen in die Innenstadt. Absolut. Ach, ich dachte, du landest... Doch, 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 wir landen in Nürnberg. Natürlich. Das machen wir auch, Xbox. Doch, doch. Ist das Flugzeug eine Mod oder ist der im normalen Spiel drin? Nee, es ist eine Mod, wenn man so will. Also ein externes Flugzeug. Was nicht billig ist, by the way. Kostet 50 Euro das Fliegerchen. Aber... 46. Ja, 6... Oh, Verzeihung, ja. Ja, hast recht. Aber ja, genau. Der ist halt wirklich jeden Penny wert. So, wo ist er, der Fernsehturm? Mensch, jetzt habe ich ihn schon wieder. Hier, vor uns ist er. Da. Da ist er. Das Fernsehtürmchen. Eigentlich direkt fliegen wir zu. Einmal komplett rüber. Fernsehturm bei Schweinau. Ist das der Clubstadion von FCN? Ich vermute. Dutzenteich. Von uns Main-Donau-Kanal. Hafen Nürnberg. Ach, die haben einen Hafen. Ja, Mannheim hat auch einen Hafen. Ja, man bezeichnet das als Hafen, aber ich würde sagen. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Da haben wir das Fernsehtürmchen. Ist die Bildmessung ein oder aus? Ein natürlich. Warum sieht's. Ich hab's mal ausgemacht, weil viele Städte sehen aus wie nach einer Apokalypse. Ist es ohne besser? Ja. Das müsste man mal ausprobieren. Weil ich hab's jetzt natürlich immer so gelassen, ohne irgendwas rumzufummeln. Ich dachte ehrlich gesagt, das soll so. Aber ich lasse mich da natürlich eines Besseren belehren. Irgendjemand hat mir das im Discord geschrieben gehabt, weil ich hatte nachgefragt, hat dann gesagt, dass man die Bildmessung ausmacht. Das Wetterbild heute über Deutschland, ein Traum im Sim. Absolut, absolut, ja. Da haben wir es heute schon die ganze Zeit davon. Und wie gesagt, alles reales Wetter. Also wir können wirklich sagen, das Wetter hat heute mitgespielt mit dem Fliegen. Man kriegt viel zu sehen. Wir sind auch so ein bisschen am Regen mal vorbeigeflogen, hatten sogar ein paar Regenbogen. Also wirklich sehr, sehr schön heute. Mach mal kleine Fensterchen bei dir auf. Das ist deine Fensterchen. Ah, krieg mal hin. Da windet's ordentlich. Aber wir haben jetzt auch unser Headset auf, by the way. Der Fernsehturm steht von selbst. Der Hafen von Nürnberg ist ein Kanalhafen. Ja, das hat man ja auch gesehen, so ein bisschen, ne? So sah ja so kanalartig aus. So, jetzt drehen wir auf jeden Fall mal rechts ab. Wir sind jetzt auf ungefähr. Ich sag dir, das wäre ein Meeranschluss. Ja gut, ins Meer kommst du irgendwann schon. Die Frage ist nur, wie lange es dauert, ne? Am kleinen Fenster sieht man, dass die Fenster getönt sind. Ja. Nicht nur getönt, sondern vor allen Dingen auch, wie gesagt, wenn du eine Weile drin sitzt und hier alles zu ist und du irgendwas einstellen willst oder so, dann beschlagen die Scheiben. Das ist total gestört. Habe ich auch schon gemerkt. Also wie gesagt, das Ding hier hat wirklich eine Systemtiefe drin, das sucht wirklich seinesgleichen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Flieger gibt, der
gleichwertig ist, was das anbelangt. Also das ist wirklich alles neu. Am ersten Probenflug sind meine Passagiere an Hitzetod gestorben. Da hatte ich 42 Grad im Flieger, weil ich die Heizung aufgedreht hatte. Man sieht ja da im Tablet die Temperatur. Ja, ich glaub, stimmt. Ich glaube auf der zweiten Seite. Bei der Flight-Info. Nee. 16 Grad, 14 Grad. Ich mach mal die. Maintenance. Oder warte mal, hier vielleicht bei Controls? Nee. Auch hier müsste es doch sein. Passagiere, Weight. Nee, das ist nur die Gewichtsverteilung. Ich glaube, das wäre da gewesen. Ah, die erste Seite, Aircraft. Die Seite nur unten, nicht die Checkliste, sondern Aircraft. Ah. Okay, da, ja. 14 rechts. Grad. Hohoho. Deine erfrieren. Meine erfrieren, ja. Dann machen wir hier mal ein bisschen die Cabin Heat an. Ja, jetzt steigt's hier, siehste. Sollen sie mal nicht so haben, ja? Schön frisch in der Luft, ja, es ist eh so warm draußen, was soll das, ja? Pass auf, jetzt wird's warm, innen drin beschlagen deine Scheiben, pass auf. Lagen die nicht schon, oder ist... Ja, sie sieht fast schon so aus. Ist jetzt Nebel. Wir gucken mal hier ganz kurz. Ich mach vielleicht mal das, den Heat ein bisschen weniger. Ja, ich glaube, die. Regnet's jetzt? Ja, immerhin, jetzt wird's warm. 15 Grad, ne? Machen wir jetzt ein bisschen mehr Luft hier rein. Aber ja, guck, wenn ich sie ja richtig anmache, dann beschlägt's. Also, es ist komisch. Ich weiß jetzt. Nee, ich glaube, das ist außen einfach so. Außen? Ja. Dass man hier nicht alles achten muss, ne? So, ich mach mal ein bisschen mehr Wärme. Ventilation kann sie auch einstellen. Ja, ja, hier. In der Ecke, das da ist die Ventilation. Oder die Menge an Luft, sagen wir es mal so. So, ich fliege jetzt hier einen Haufen Käse zusammen. Jetzt geht's hier nach links. Ja, nicht unbedingt hell. Gestern beim Stream ist ja auch fast vom Himmel gestürzt, um die Landebahn noch zu erwischen. Gar nicht wahr! Gar nicht wahr. Ich weiß nicht, wovon du redest. Es gibt gute und schlechte Bildmessungsfotogrammetrie. Bin auch wie in Prag und Split nächste Woche Dienstag gespannt. Neues Weltupdate. Ja, werden wir auf jeden Fall unter die Lupe nehmen. Ich würde in den Sinkflug gehen. Anflug erfolgt über das Knoblauchsland. Ja, ich mache das aber alles jetzt per Sicht. Also alles gut. Wir drehen jetzt praktisch nochmal eine schöne Linkskurve. Und dann machen wir einen U-Turn, wenn man so will. Und dann geht's ans Landen. Ja, ich würde sagen, wir haben heute auf jeden Fall mal einiges gesehen. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Du bist eigentlich schon relativ gut versteckt bei dir da hinten. Ne? Was macht denn eigentlich das Internet so bei dir, Mulder? Ja, ich bin ja jetzt im Taunus, aber ich hab doch Star, Elon Musk. Achso, stimmt. Du hast ja die Elon Musk-Unterstützung. Ja, nächstes Jahr sollen wir endlich Glasfaser kriegen. Aber das glaube ich auch erst, wenn es angeschlossen ist. Ja, das stimmt, ja. Das heißt es bei uns auch schon ewig, by the way. Wobei wir haben. Ja? Wir hatten ja die ganze Zeit das größte Telekommunikationsunternehmen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Und wir hatten 36 Mbit-Leitung. Okay. Wir haben meistens 34 an und Ausfälle. Starlink läuft butterweich, also keinerlei Ausfälle. Selbst bei dem Unwetter, das wir hatten vor zwei Wochen, Internet war da. Im Schnitt so zwischen 130 und 200 Mbit. Das ist schon ziemlich gut, ja. Kann nicht mecken. Also ich habe es nicht bereut. Ist zwar teuer, aber... Das heißt, deine Stimme kommt gerade übers Weltall, Mulder. Stimmt. Einmal hin und wieder zurück, ja. Das ist schon ein bisschen, eigentlich so ein bisschen beängstigend, muss ich gestehen. Immer diese Space Cowboys hier. Ja, bei WhatsApp fragen sie mich immer, ob ich in England hocke. Ich so, nee. Weil Starlink fliegt alles über England aktuell. Ach so. Und deswegen denken die immer, weil ich eine englische IP-Adresse habe. MyFly tut schon den Finger erheben. Lasst euch mit Glasfaser bloß nicht übers Ohr hauen.
Ja, wie gesagt, Glasfaser ist ja nur die Methode. Letzten Endes geht es ja nur um die Schnelligkeit, die da ankommt. Das ist schon richtig. Also, wir schmeißen jetzt mal unsere Landing Lights an. Einmal rechts, einmal links. Pituit hätten wir eigentlich auch auslassen können. Wäre jetzt eigentlich nicht nötig gewesen, aber ist ja wurscht. So, dann bin ich mal gespannt, ob du auch driftest auf der Landebahn. Ich hoffe es nicht, aber ehrlich gesagt, mich hat es jetzt ein bisschen gewundert, weil die Rudders meine Ruder nicht so richtig. Ja, jetzt kriegen wir auch noch ein bisschen Regen. Ja, da kriegen wir jetzt auch noch was geboten hier zur Landung, ja? Bloß nicht langweilig hier, ihr merkt es schon. Bloß nicht langweilig. Also, ich verringere jetzt mal unseren Speed massiv. Und wir gehen hier mal. Ich würde sagen, wir disengagen einfach mal den kompletten Autopiloten. Voilà, und dann gehen wir selber. So nicht, so nicht, so nicht. So nicht, so war das nicht geplant. Also. Wir erhöhen mal auf. Ja, Xbox sieht echt Rich. Geil aus, die Zelle. Was sieht cool aus? Die Wetterzelle vor dir. Ah, ja, ja. Machen wir hier ein bisschen mehr Geräusche, wobei wir haben ja unsere Bose. Vorne sehen wir ein Flugzeug. Gleich mal gespannt, wie die Regentropfen simuliert sind. Also ich bin mir nicht sicher, ob das hier, was man hier links so sieht, das glaubt, das sind so, sollen Regentropfen sein. Also sieht für mich zumindest so ein bisschen danach aus. Jetzt mal unser Gear schon mal down, dann sind wir ein bisschen langsamer. So, Geschwindigkeit zurück. Was ist denn mit meiner Trimmung? Jetzt. So, full rich, alles ist voll eingestellt. Da vorne sehen wir so ein bisschen leicht den Flughafen. Xbox, die verlegen das bis zu uns ans Haus und auch im Haus, die Glasfaser. Also nicht nur bis zur Straße, sondern die gehen bis ins Haus. Flaps 1. Flaps 2. Ist mehr Power. So, ungefähr 80 Knoten sollte reichen zum Landen. Jetzt habe ich aber völlig. Scheiße. Jetzt habe ich völlig die Sicht weg. Jetzt muss man wirklich so ein bisschen. Herrgott. So. Ja, aber da ist er. Da leuchtet es auf. Wird eine spannende Landung, Freunde. Jetzt kommen wir echt direkt in den Regen rein. Jetzt sieht man wieder gar nichts mehr. Yes, das ist Maria. Also vor allen Dingen sinken. Ich glaube, wir sind viel zu weit oben. Da ist sie wieder. Ja. Na, runter mit dir, Mensch. So, anschnallen, ne? Ich verteile schon mal die Kurztüten. Schöner IFR-Flug für eine VFR-Maschine, ja. Hat was. Also was ich schon gemerkt habe, man steuert auch sehr viel mit dem Motor. Also du kannst die Höhe ordentlich regulieren, indem du einfach nur Gas wegnimmst. Also wenn ich jetzt Gas wegnehme, dann sinkt das Flugzeug von ganz alleine. Geht die Nase mehr oder weniger von ganz alleine nach unten. Ich glaube, das ist tatsächlich so simuliert wird. Oder soll so simuliert sein.
Oh, jetzt sehen wir wieder was. Das, irgendwas ist faul mit den. Ah! Nee, keine Chance. Warum macht er das nicht? Meine Rudder Pedals funktionieren nicht. Ich kann den nicht korrigieren. Irgendwas ist faul. Aber das habe ich schon beim Start gemerkt. Der tut die Rudder Pedals nicht. Ich kann nur bremsen mit den Differentialbremsen, aber nicht mit den. Keine Ahnung. Ja, wenn ich die Ruder bewege. Die bewegen sich nicht hinten. Verstehe nicht, woran das liegt. Nach Ruderbewegung nichts passiert. Ja, naja, herzlich willkommen, Freunde, in New York, genau. Neuen Nürnberg. Das war so nicht gewollt. Aber eben. Aber jetzt, wenn ich das Ding. Ich verstehe es nicht. Ist da vielleicht immer noch der. Weil ich den vorhin bewegt habe? Dieses T-Stück, das ist aber, kann ja nicht sein. Die Checks sind weg. Keine Ahnung. Also entweder ist das ein Bug, kann es mir echt nicht erklären. Weil ich meine auch, das letzte Mal konnte ich den steuern. Aber ich kann hier drücken, was ich will, da passiert gar nichts. Na gut. C'est la vie. Die Heckflosse, Baldi. Ja, ich gehe Rudder Pedals voll nach links und nach rechts und nichts passiert. Das war aber auch schon beim Start so. Ich kann machen, was ich will. Ich kann nur die Differentialbremsen benutzen, um zu steuern den Boden, aber das ist doch Quatsch. Ich tue ja nicht nur mit den Differentialbremsen steuern, das ist doch Käse. Man muss ja das Bugrad da vorne auch noch drehen. Hier ist übrigens der Aschenbecher. Für dich Xbox, ne? Nur so zur Info. Also das ist wohl ein klares Zeichen, dass man dieses Flugzeug kaufen muss. Und da gibt es auch noch ein Fenster zum Aufmachen, dass der Rauch gleich rauszieht. Richtig, richtig. Was willst du mehr, ne? So, ich weiß jetzt gar nicht, wo ist denn der... Warte mal, ich mach mal die Beacons schnell aus, die Strobe Lights. Wo ist denn nur der GA-Part, um ehrlich zu sein? Ich glaube, der ist hier rechts, gell? Oder ist das rechts hinten, also rechts hinten links. Aschenbecher cool, like links. Dream Team, Abend, ich komme wohl zu spät. Liebe Grüße an alle, ja. Ein bisschen zu spät, würde ich sagen. Also ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht sind es die Bremsen oder ich muss irgendwas umstellen. Ich habe echt keine Ahnung. Fuel Pumps, Pitot Heat können wir mal ausmachen. Ich weiß es nicht. Highway Gear Switch, das wird es nicht sein, oder? Original Prop lieber. Keine Ahnung. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Jetzt, wenn ich jetzt Gas gebe, ja. Also irgendwas ist auch mit den Bremsen so komisch. Ich kann nur über die Differentialbremsen, kann ich das Bremsen einstellen. Vielleicht gibt es hier irgendwo Stabilizer Flaps. Jetzt bin ich wieder zu schnell, Moment. Jesus Gott. Was konnte man denn da einstellen? Gearlobe Flaring, Soundproof, Stabilizer, Wing, Slip of... Nee, das ist doch, oder? Tip Tanks.
Yellow Flaring, ist es das? Nee. Nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Schieb das Ding durch die Gegend nicht vergessen. Ja, machen wir. Bei mir ging das. Ja, eben, siehst du. Weiß auch nicht. Das ist vielleicht einfach nur ein, weiß ich nicht, irgendein Problem gerade. Ja, wo ist denn das Tor? Für die GA, by the way. Ich glaube, hier links müsste das so sein, oder? Denise, grüß dich! Es gewittert jetzt auch, glaube ich. Wir machen mal hier mein Headset weg. Controls, Headset aus. Jetzt klingt's lauter. Vielleicht links das Tor gemeint. Mhm. Zehn zwanzig. Mal kurz gucken. Guck mein Mapping gerade aus. Echt, es ist ja schwierig mit der blöden Steuerung und den Differentialbremsen. Direkt vor dir 12 Uhr. Also das da vorne. Ich sag das, ich habe mal irgendwo gelesen, dass da irgendwas mit den Bremsen ist. Dass man irgendwie die Bremsen einstellen kann. Oder irgendwas Spezielles an den Bremsen selber. Spot Red. Spot Red. Also hier rechts sehe ich das da. Hektopascal auf über 20 Stellen. Also vor dieses Tor jetzt hier. Vor den Aerodienst oder hier rechts. Ich glaube, du meinst das hier wahrscheinlich, ne? Am Tower vorbei und geradeaus. Ah, okay, alles klar. Ah, ja, okay, und dann hier links. Das Tor hier wahrscheinlich, hier geradeaus. Hm. Ich schalte nochmal zurück. Jetzt nochmal hoch. Passiert nichts. Jetzt 10,20 Luftdruck. Exakt 10,20 oder? Also jetzt sind es 10,20. Über 10,20. Ja. Also über 10,20 wäre ich jetzt die ganze Zeit gewesen. Jetzt machen wir nochmal so. Ja. Nö. Nicht meine Version. Dreh mal weiter. Ich drehe. Nö. Ich drehe. Geh nochmal drunter. Also, wir gehen nochmal zurück. Kann man schneller drunter drehen? Ja. 10,30. Also wir gehen jetzt nochmal auf 10,10.
Und dann versuchen wir es nochmal. 10, 20. Und drüber. Nö. Keine Lust. Das GRT war doch im Tower-Gebäude angeschrieben. Tower-Gebäude angeschrieben? Ja, mein Gott. Das nächste Mal, Freunde. Jetzt wollte er. Warte mal kurz. Er dreht, aber er rollt geradeaus. Ich schnall's nicht. Irgendwas ist echt seltsam. Ich bin auch so langsam verabschieden, Fressen ruft. Ja, das geht klar. Ich park jetzt hier nur noch schnell. Dann haben wir es eigentlich geschafft. Alles gut, Mulder. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich danke fürs Dabeisein. Gerne. Hab jetzt praktisch bin gleich eingeparkt. Lass es dir mal schmecken. Mach ich. Hoffe, es gibt was Feines. Ich weiß noch gar nicht, werde überrascht. Ja. Also wirklich schon seit heute Nachmittag. Ich mal ein Gulasch oder irgendwas. Achso, ja. Ich drehe jetzt auf jeden Fall hier sowieso für den Xbox nochmal. Deswegen mache ich jetzt hier sowieso gleich die Mühle aus und haben wir es geschafft. Ja, Mulder, vielen, vielen Dank für die für den schönen Rundgang heute. Wieder mal was gelernt. Ja. Hessen und Oberfranken und sagt man Franken allgemein. Unter und über. Unter, über und drüber Franken. Ja, nee, war sehr aufschlussreich, war sehr cool. Vielen, vielen Dank und würde ich sagen, wir sehen uns. Allen einen schönen Abend. Ja. Die Neulinge kommt alle auf den Discord. Ja, genau. Und noch den Daumen nach oben nicht vergessen. Genau. Okay, dann lass es dir gut gehen. Vielen, vielen Dank fürs für heute. Ne? Ciao, ciao. Tschüss alle zusammen. Ciao. So. Jetzt machen wir. Achso, das Tablet können wir eigentlich gerade draußen lassen. Dann würde ich sagen. Ja, Propeller lassen wir noch oben. Parking Brake ist set. Wobei, nee, die lassen wir jetzt mal. Ich weiß gar nicht, die Parking Brake müssen wir, sollten wir besser gesagt nicht benutzen. So. Fuel off. Off und off und off und off. Und dann machen wir den aus. Sehr gut. Und dann machen wir den aus. Okidok. Und jetzt machen wir ein bisschen was für den Xbox da noch. Damit er was hat zum Lachen. Beacon Lights habe ich ganz vergessen, die sind noch an. Und wir drücken jetzt hier einmal auf diese T-Taste. Dann sind wir hier vorne. Jetzt ist das Teil angedockt. Und jetzt können wir diesen Flieger... hoffentlich, wenn alles klappt, losschieben. Moment. Ja. Schon wieder was vergessen? Muss ich nochmal die Parking Brakes zurückmachen? So, jetzt vielleicht. Na komm. Will er nicht. Ach, herrje. Drücken und ziehen. Ja, ich weiß. Ich habe es ja vorhin schon gemacht, Feldi. Vorhin ging es auch. Jetzt geht's nicht. Machen wir vielleicht nochmal die Chocks rein. Ja, wo ich die Chocks dann... Nee, will nicht. Was habe ich denn gemacht? Habe ich vielleicht drin irgendwas vergessen einzustellen? Ist irgendwas nicht gelockert? Wir machen hier nochmal... Parking Brakes kann ich gar nicht lockern. Wieso das denn? Oh. So was nochmal so. Nö. Ach Mann. Vorführeffekt. Normalerweise sollte der gehen. Die sind auch drin. Das heißt mit Y. Ja.
Normalerweise geht's. Ich weiß doch jetzt auch nicht, warum er jetzt nicht will. Mensch, das ist mal wieder Vorführeffekt. Sowas Nerviges. Spotflots, die sind auch aus. Ich weiß nicht wieso. Mensch, vorhin ging's. Sowas Nerviges. Man sieht ja, wenn ich jetzt hier ziehe, müsste er normalerweise. Aber jetzt will er nicht. Sowas Ärgerliches. Ich versuch's nochmal. Ich stelle nochmal schnell auf Cold and Dark. Als letzter Versuch. Moment, wo haben wir es? Golden Dark. So, dann versuchen wir es mal jetzt. Ach so, ja, ich glaube, ich glaube, die Parks waren das Problem, oder? Genau, so, jetzt warte mal. Das sind die Parks, jetzt machen wir die mal weg. So, dann machen wir den Pito-Cover. Doch, den kann man da lassen. Parking Break. So, was mal mit Parking Break. Nein. Ohne Parking Break. Herrgott, Flugzeug, tu mir es nicht an, ehrlich. Nee, keine Chance. Der Säckel will nicht laufen. Also in der Norm schiebt und zieht man das Teil, das funktioniert eigentlich relativ cool sogar. Vor allen Dingen mit den Controls war das ziemlich lustig, dass man da halt. Aber keine Ahnung, er will nicht. Ich kann nichts machen, Freunde. Keine Chance. Ich mache hier nochmal den Walkaround. Vielleicht nimmt das ja dann an. Aber im Moment spinnt er sowieso gerade ein bisschen. Also ich vermute, es hängt bestimmt irgendwie damit zusammen. Halt, das wollte ich jetzt nicht, Mensch. Ich kann auch hier nicht mehr draufklicken. Ihr seht's, der nimmt die Hälfte nicht mehr durch. Es ist alles. Ärgerlich, Mensch. Der arme Xbox kriegt hier nichts zu bieten. Verrückterweise, er zieht den an, aber normalerweise hebt er den und dann läuft der. Aber er will nicht. Was sollen wir machen? Neustart? Ja, na, das machen wir jetzt nicht. Lade den Flieger neu. Ja, Leute. Ich kann ihn neu laden, aber jetzt deswegen nochmal den ganzen Käse zu machen. Machen wir einfach das nächste Mal. Mein Gott. Ja. Ihr macht mich noch wahnsinnig. Ja, zu schön. Ah, guck mal. Stopp, 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 wo willst du hin? Ah, jetzt rollt er uns weg. Ja, also ihr seht schon, irgendwie spinnt der. Kann ich hier die bremsen? Ah ja. So. Okay, jetzt rollt er zumindest leer. Also. Jetzt probieren wir es nochmal. Ah, na guck an. So. Und jetzt ziehen wir uns den Gut mal ein bisschen zurecht. Er hat sein Sim kaputt gemacht, ja, so ungefähr. Ich weiß gar nicht, kann man jetzt die Fußstapfen hören? Also vorhin konnte man das ziemlich gut, aber so ist es ungefähr, hier, ihr seht's. So wird es ungefähr mehr oder weniger. Machen es jetzt mal so. Jetzt sagen wir mal Stopp. Kann ich stoppen? So. So, und jetzt rückwärts. So, immerhin, jetzt haben wir es mal zeigen können. So. Xbox sagt jetzt, ja, ist jetzt auch nichts Besonderes. ja, aber eben, die Bremsen spinnen. Aber ich kann ja mal gucken kurz, ob jetzt vielleicht die Ruder wieder funktionieren. Nee, die funktionieren immer noch nicht. Keine Ahnung, wieso nicht, aber ja, da müssen wir mal, vielleicht braucht er ein Update oder so. Und ich habe das Update vielleicht vergessen, darauf zu machen. Who knows? Gut, Freunde, würde ich sagen, haben wir es geschafft für heute. War doch ein schöner Flug. Wir gehen auf den Endbildschirm. Kannst auch Gassi gehen. Ja, genau. So, wir machen jetzt wieder mal kurz in Cold and Dark. Dann ist er zumindest wieder korrekt zurückgestellt. Da. So. Haben wir alles rückgängig gemacht. Beautiful. Und dann würde ich sagen, haben wir es geschafft für heute, Freunde. In Nürnberg stehen wir nun.
Und ich bin mal gespannt, schon beim nächsten Flug. Wir werden auch mal sehen, wie oder wo es dann vorwärts geht oder rückwärts. Ja, allgemein. Ja, ansonsten hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr auch, euch hat es auch gefallen. Ja, ansonsten nächsten Dienstag dann entweder WATSIM oder das World Update, je nachdem, was zuerst kommt. Ansonsten hört euch gerne mal den Podcast an. Da könnt ihr ja morgen mehr oder weniger euch den ganzen Tag Zeit dazu lassen. Ich habe den reingestellt. Er müsste theoretisch ab, ja, vielleicht sogar schon ab 20 Uhr drin sein. Wir müssen mal schauen. Ich weiß nicht, wie weit die Überarbeitung ist. Ansonsten aber definitiv im Laufe des Abends wieder rauskommen. Ich werde ihn natürlich in den Discord stellen. Und damit würde ich mich recht herzlich bei euch bedanken, beziehungsweise verabschieden. Freut euch auf den Podcast, Freunde, ja. Bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Lasst mir gerne dazu und auch zu allem anderen immer wieder Kommentare zurück. Interessiert mich natürlich sehr. Wir sehen uns allerspätestens dann nächsten Dienstag. Und ja, wie immer, immer schön brav weiterfliegen. Wunderschönes Wochenende, restliches euch noch und einen guten Wochenstart. Bis dann, liebe Freunde, euer Blade Runner.